sein können, dass noch mehr Leute zu Hause bleiben. Und die, die es nicht geschafft haben, da freue ich mich, dass sie von zu Hause aus hoffentlich zusehen. Heute sind wir alle hier, weil es um eine Buchvorstellung geht. Und zwar um eine Buchvorstellung, die was mit Automobilgeschichte zu tun hat und auch mit Rennsportgeschichte. Und Mannheim und die Region sind ja bekanntlich eng mit der Geschichte des Automobils verbunden. Viele, die heute hier sitzen, ich nehme sogar an, alle ehrlich gesagt, wissen bestimmt, dass Carl Benz seinen Motorwagen hier entwickelte und 1886 dafür das Patent erhalten hat. Auch die erste Autofernfahrt der Geschichte startete in Mannheim und ist ziemlich bekannt. Bertha Benz fuhr 1888 insgesamt 106 Kilometer von Mannheim bis nach Pforzheim und auch wieder zurück. Und ich habe gelesen, um heil ans Ziel zu kommen, diente wohl auch noch ein Strumpfband und eine Hutnadel für so Notreparaturen. Und auch später war Mannheim alleine schon als Fertigungsstandort natürlich eng mit Auto und Motoren verbunden bis heute. Und das hatte auch Einfluss bis runter zur Sozialstruktur letztendlich und auf Mannheim als Industriestadt. Aber es gibt noch eine ganz andere Geschichte des Automobils, die mit Mannheim zu tun hat und die vielen eben nicht bekannt ist. Und damit sind wir eigentlich auch heute schon bei unserem Gast, nämlich Herrn Dietrich Konrad. Hallo. Herr Konrad ist Maschinenbauer und Wirtschaftsinformatiker mit einem Faible für Automobilgeschichte, würde ich mal sagen. Und als solcher hatte die Mission, nach und nach alle Geheimnisse des Automobils in Mannheims Geschichte der Vergessenheit zu entreißen. Schon 2020 veröffentlichte er sein erstes Buch zum Automobilbauer Heim und Zieh. Und dabei merkte er, es gab in den 20ern ja noch viel, viel mehr Autobauer in Mannheim. Und dazu veröffentlichte er letztes Jahr schon ein Buch, und zwar mit dem schönen Titel, ich halte es auch mal hoch, Mannopolis. Und da fand die Buchvorstellung auch schon hier im Archivum statt und da durfte ich auch schon Gast sein und das war schon sehr unterhaltsam, deswegen freue ich mich auch schon auf heute übrigens. Und jetzt, weniger als ein Jahr später, gibt es schon den nächsten Streich. Heute stellt Ihnen Herr Konrad das Buch Formel Sepp, Sebastian und die Silberpfeile vor. Darin erfahren Sie, was der Mannheimer Wilhelm Sebastian eigentlich mit der Rennsportgeschichte zu tun hat. Und wenn Sie heute zufällig den Mannheimer Morgen gelesen haben, dann wissen Sie auch schon, dass wir dieses Buch einem sehr glücklichen Quellenfund zu verdanken haben. Herr Konrad hat die Quellen, die er für das Buch genutzt hat, in Privatbesitz ausfindig gemacht. Und das macht deutlich, dass es eben gar nicht so selbstverständlich ist, dass wir die Quellen haben, die wir brauchen, um Geschichte zu schreiben. Und insofern finde ich es eigentlich sehr passend, dass die Vorstellung heute in einem Archiv stattfindet. Denn als Archiv ist es ja unsere Aufgabe, Quellen zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn Quellen fehlen oder verloren gehen, hat das einen unmittelbaren Einfluss auf unser Geschichtsbild. Und selbst wenn Quellen existieren, muss man sie erstmal finden, um Geschichte schreiben zu können. Was ich Ihnen damit sagen will, ist eigentlich, wenn Sie zufällig im Keller den Nachlass von einem berühmten Rennsportler haben oder irgendeinem Ingenieur, dann rufen Sie uns gerne an. Aber Spaß beiseite, Herr Konrad hat auf jeden Fall die Quellen gefunden und von daher freuen wir uns jetzt ganz besonders auf ein Stück Rennsportgeschichte. Und schon geht's los mit der Technik. Moment. Er mag nicht. Sekunde. Nächste Folie. Hier irgendwie. So. Soll ich die Fernbedienung? Ja, irgendwie mag er nicht. Ach, hier muss man drauf. Okay, sorry für den kleinen Delay. Ja, vielen Dank für die Vorrede. Ich wollte. Zunächst mal guten Start ins neue Jahr wünschen. Wir haben wieder diese Gelegenheit, oder ich habe die große Gelegenheit und die große Ehre auch, die diesjährige Vortragsreihe im Archivum eröffnen zu dürfen mit dem Vortrag über Formel Sepp, das neue Buch. Und es ist wie beim letzten Mal einfach klasse, auch dieser Raum, der Blick ist jetzt nicht so ganz in der Nacht, aber es ist einfach eine klasse Gelegenheit, eine klasse Plattform und ich möchte mich jetzt schon vorab mal beim Archivum-Team bedanken, auch für diese professionelle Unterstützung, aber die Plattform ist einfach klasse für so eine Sache und
Ja, und ich sag mal, alle draußen in den Empfangsgeräten, wenn sie es dann mal bei besserem Wetter hierher schaffen. Machivum hat ordohistorisch auch viel zu bieten. Also im Erdgeschoss kann man hier mit dem Patentwagen durchs Mannheim der Jahrhundertwende fahren. Also absolut sehens- und erlebenswert. Das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Ja, wie gesagt, mein Name ist Dietrich Konrad. Staune jetzt schon seit bald 4 Jahren über die Mannheimer Automobilgeschichte. Und dabei sind jetzt 3 Bücher schon entstanden. Und es geht natürlich nicht allein sowas. Es geht nur mit vielen Menschen, die einem da helfen, die einem auch die Quellen zugänglich machen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, gerade die automobilhistorische Community ist also 100% einsatzbereit und nett, auch was die Unterlagen und die Quellen angeht. Deswegen ist es manchmal gar nicht so schwer gewesen, da an Informationen dran zu kommen. Und sowas geht natürlich auch nur mit einem Verlag, der sowas unterstützt. Bei mir ist es Frau Barbara Waldkirch, die sich ja da mit ihrem Verlag wirklich der Kultur und der Geschichte, regionale Kultur und Geschichte verschrieben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ja. Zu Hause bin ich jetzt schon seit den letzten Jahren ziemlich verschrien als verrückt, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie mal den Status haben, lebt sich wirklich sehr ungeniert hinterher. Da hat Wilhelm Busch schon recht gehabt. Aber ich möchte Sie da gleich beruhigen. Ganz so verrückt geht es heute Abend nicht los, also keine Angst. Es geht nicht nur um alte Autos, geht auch um alte Autos, aber Sie werden sehen, es geht auch um Schicksale, es geht um Geschichte, es geht insbesondere natürlich um Stadtgeschichte heute Abend. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, wenn ich jetzt noch mal im Mannheimer Stadtarchiv vortragen darf. Ich hatte das letzte Mal Manopolis dabei und bei so Projekten ist es dann immer so die Sache, dann wird man, ob man will oder nicht, zentraler Ansprechpartner für so ein Thema. Und ich habe jetzt im letzten Jahr vieles Material bekommen und es soll nicht nur eine Einwegstrecke sein, ich möchte es auch gerne zurückgeben. Und ich gehe mal kurz durch über die wichtigsten Funde, die sich aufgetan haben letztes Jahr. Das eine ist diese junge Dame, die Sie schon eingangs gesehen haben. Die sitzt hier auf einem Benz Söhne aus Ladenburg. Da ist eine kleine Fotoserie aufgetaucht. Wirklich wunderschön und viele Details, die da bis dahin noch nicht bekannt waren. Also sowas gibt es tatsächlich noch zu finden. Ja, der Schnauferpräsident aus Berlin, der Klaus Wulff, hat aus seinem Urlaub dieses Buch hier mitgebracht. Und da war eben auch ein ganz seltenes Bild von einem Fulmina zu sehen. Diese Bilder sind super selten. Fulmina gibt es ganz wenig Material aus den 20er Jahren. Wir haben dann noch hier von Danny Havemann, jetzt sind wir gerade in Berlin-Zeesen, ein schönes Foto gefunden von einem Schüttelanz. Die hießen ja da Veloks, die sie da gebaut haben. Und ja, also der hat einfach viel, viel tiefer gegraben, hat tatsächlich noch ein paar Fotos gefunden und ich finde dieses Bild einfach wunderschön mit den Kindern hinten eigentlich ist es für die Schwiegermutter reserviert, aber das Ding hat keinen Schleudersitz, deswegen dürfen die Kinder hin. Interessant ist an dem Wagen, schauen Sie mal, wo das Verdeck ist. Also ich denke mal, wenn es regnet, ist klar, wo der Nachwuchs sitzt, ja. Aber okay, selbst das Verdeck hat nicht viel genutzt, glaube ich, so wie es ausgesehen hat. Er hat auch noch herausgefunden, der Nene Hafemann, dass Schüttelanz tatsächlich Karosserien vorher gebaut hat, aber es ist ein Insider und eben noch ein weiteres Bild hier aus dem Werk in Zeesen. Gut, was auch noch gefunden wurde, war diese Plakette vom Lanz-Preis. Karl Lanz hat ja seinerzeit einen Preis für Motorbootrennen auf dem Rhein gestiftet. Und da gab es gleich mehrere Funde gleichzeitig, die zum gleichen Thema passen. Hier im Archivum ist übrigens auch noch ein Dokument, das ich mal noch sichten muss. Also in einer Quelle stand drauf, der Lanz-Preis hat einen Wert von 10.000 Mark und ist ganz aus Silber. Und wer diese Pokale von früher kennt, das sind solche Klopper. Also das kann schon durchaus sein. Und ich kann mich nur anschließen, wenn Sie mal im Keller schauen, wer weiß, wird sich lohnen an der Stelle. Gut, was haben wir auch noch? Genau, jetzt bin ich in Neckarau. Die Rabag Bugatti, die ja seinerzeit Bugattis in Neckarau gebaut hat. Da war lange Zeit unklar, ja, erstens, wie sah das bei denen aus? Zweitens, was haben die genau gemacht? Was war der Unterschied zu Düsseldorf? Da gab es ja die Vertriebsstelle dazu. Und da ist jetzt tatsächlich ein Vertriebskatalog aufgetaucht. Mehrseitiger Vertriebskatalog aus der Zeit.
Da habe ich auch zugeschickt bekommen. In dem nochmal ganz herzlichen Dank an Herrn Diekmann, der mir das ermöglicht hat. Also eine ganz tolle Sache und super detailliert, einfach klasse. Und gerade wenn man meint, es gibt nicht noch Besseres, dann bekomme ich hier vom Neckarauer Verein für Geschichte dieses Foto zugeschickt. Also da wird es manchmal heiß und kalt am Laptop. Hier sieht man zum ersten Mal die Firma von Rabag Bugatti, ja, in der Neckarauer Straße. Und das ist so toll detailliert, dass man wirklich so sämtliche Details sieht an dem Foto. Unter anderem, ich habe es da oben, da gibt es so eine Plakette, wo niemand wusste, was man damit anfangen soll. Fürs Auto war es nicht nutzbar. Und jetzt ist klar, was das war. Das war quasi für die Mitarbeiter auf der Mütze. Also das, genau. Dann hier ist noch dokumentiert auch ein Fund, in dem Fall von Herrn Schmidt. Das zeigt eindeutig, dass Weinheim auch die Unschuld verloren hat, was Autorennen angeht. Also es gab schon mal ein Bergrennen auf die Wachenburg, 2 Jahre lang sogar. Ich habe das dann nochmal nachrecherchiert. Also genau. Und zu Heim haben wir auch noch was gefunden, hätte ich auch nicht gedacht. Und zwar dieses eine Plakat aus dem 25er Magazin, der elegante Heim. Und das kann man nur unterstreichen, wenn man nebendran das Bild von der Augusta-Anlage sieht. Und zu Heim auch wieder so eine Sache, zum selben Event mehrere Sachen gleichzeitig reingekommen. Hier sehen wir den Geschäftsführer Jacques Stengel mit eben einem Heimwagen bei der 24-Stunden-Fahrt im Taunus. Jetzt, also auf gut Deutsch, Geschäftsführer selber fährt das Fahrzeug und nicht nur das. Ich habe auch einen schönen Zeitungsartikel dazu gefunden. Das ist eine echte Viecherei gewesen, dieses Rennen. Es ging nicht nur 24 Stunden, es war auch ohne Fahrerwechsel. Die sind die ganze Nacht durchgefahren. Deswegen versteht man seinen Blick da. Okay. Und von Frau Rakowski habe ich da netterweise auch noch die Plakette. Also ich hoffe, es war es wert. Okay. Und dann habe ich noch einen schönen Fund vom Herrn Zeimer. Und zwar ist es ein besonderes Foto, wie ich finde. Man sieht hier August Horch, der da, das müsste so, was war das, 37, da war er schon Aufsichtsrat bei Auto Union, hat einen Rennstall gehabt und. Und dann kommt dieser August Horch in Mannheim vorbei, bei der alten Lehrwerkstatt, der er schon mal angestellt war, mit Karl Benz damals in der Jahrhundertwende, und kommt einfach spontan vorbei und schaut mal rein, wie es denn so ist noch. Damals war es ja schon die MBM. Also finde ich ein ganz tolles Dokument und die Bezug, den Horch jetzt quasi auch zu Benz gehabt hat, und kann das nur unterstreichen hier. Gut. Ach ja, dann noch das noch ganz kurz. Hatte ich letztes Jahr mal als Fragezeichen mitgebracht, wo das denn sein könnte. Das sieht man, diese schönen Fulmina-Wagen da schön aufgereiht, meine ich. Und ich hatte mir gedacht, dass wir hier im Umkreis, ist es nicht, es ist in Freiburg. Deswegen war klar, dass wir da keine weiteren Informationen zu kriegen konnten. Also das haben wir geklärt, dieses Foto. Aber hier und jetzt auch nochmal alle da draußen, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, hier nochmal zu hinterfragen. Es gibt diese Anzeige hier von dem Paul Künstler, der dieses Fahrzeug hier anbietet, ist in der Zeitung erschienen. Also die Dinger wurden gebaut, es sollte verkauft werden. Irgendwo muss es sowas geben, und von Paul Künstler, Heidelberg-Schlierbach, gibt es nichts. Ich kann nichts finden, den Namen, ich habe alles probiert. Also wenn da jemand was weiß, das wäre wirklich klasse. Das einzige Tipp, den ich habe, ist, dass es garantiert irgendwie ein Nachbau oder eine Weiterentwicklung von dem Mops, der in Ladenburg gebaut worden ist. Also von der Motordimension hier, das ist sehr verräterisch. Also wahrscheinlich auch gemopst, das Ding. Nur die Frage ist, wo und durch wen, und vielleicht gibt es ja noch weitere Fotos. Und wenn wir gerade noch bei den großen Rätseln sind, wenn wir noch haben, und dann höre ich auch gleich auf damit, das ist hier der Tropfenwagen, den ich ja letztes Mal vorgestellt habe. Und der steht wunderbar in der Fläche und wir kriegen nicht raus, wo das ist. Und es ist, man sieht es hier unten, Moment, man sieht es hier unten ganz gut, da gibt es einen Wasserspeicher irgendwie, es gibt eine Siedlung, wir haben es nicht rausgefunden. Es müsste irgendwie Waldhof, Lampertheim, irgendwo, also wenn mal, vielleicht gibt es ja da einen Hinweis. Und ich habe hier noch etwas mitgebracht, das ist dasselbe Szenario, wo in einem anderen Winkel, und da tauchen hier hinten diese Bergketten auf. Also wir konnten es mit nichts übereinander legen, wir waren da mehrere Male dort und
es bleibt ein Geheimnis. Also irgendwo war die Teststrecke und ich nehme an, muss irgendwie um den Waldhof herum irgendwo gewesen sein. Keine Ahnung. Dann vielleicht noch abschließend, 20. Juli dieses Jahr wird ein großes Jubiläumsjahr. Zum einen haben wir eine Rallye, die durch den Odenwald gegangen ist, die Jubiläumsvereinsfahrt, in der damals alle großen Mannheimer Automobilhersteller hier dabei waren, also Benz, Rabag, Fulmina, Heim, Benz-Söhne, die waren alle dabei. Es gibt einen Katalog, den hat mir der Herr Seidel zur Verfügung gestellt, da ist genau beschrieben, die Strecke, also alle Automobilclubs der Region. Das wäre eine fantastische Geschichte, vielleicht ein Revival aufzusetzen. Dieses Rennen wurde dann auch beendet mit dem Königstuhlbergrennen, das letzte seiner Art. Und am selben Tag ist in Käfertal auch nochmal dieses ominöse Dreiecksrennen, also das Motorradrennen in Käfertal hat da stattgefunden. Und da bin ich auch total froh, Lothar Gottmann hat mir, weil da wussten wir auch nicht, wie das ausgesehen hat, es gibt kein Foto etc. Hier haben wir zum ersten Mal tatsächlich eins gefunden. Also das sind jetzt alles Käfertaler, die hier da um das Motorrad gruppiert sind. Okay, das wollte ich noch mal kurz einwerfen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch mal weitere Informationen oder Neuigkeiten. Also würde mich sehr freuen. Ich kommuniziere das dann auch immer auf der manopolis.com, wenn wir da irgendwas finden. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wilhelm Sebastian. Und ich hatte es ja schon gerade eben gesagt, das Motorradrennen Käfertal ist auch ein bisschen schuld an diesem Buch hier, weil wir haben einfach die Strecke mit dem Fahrrad abgefahren. Und gerade Lothar Gottmann hat mich darauf hingewiesen, hey, da gibt es doch den Autohaus Sebastian. Schau mal, die waren doch früher doch mal mit Silberpfeilen unterwegs, also das mit Rosemeyer und so weiter etc. Und das war zu schön, um wahr zu sein. Also sind wir hin, kamen ins Gespräch, es gibt einen Termin und plötzlich liegen auf dem Tisch richtig große Alben mit unglaublichen Fotos aus den 20ern, 30ern. Also allein das war schon ein Riesengänsehaus-Moment. Aber was dann wirklich mich umgehauen hat, auf den Bildern war jemand zu sehen, nämlich genau dieser Großonkel Wilhelm Sebastian mit allen Renngrößen der damaligen Zeit, Caracciola, Rosemeyer, wie sie alle heißen. Er war selber Rennfahrer und war mir völlig unbekannt, also nicht ganz unbekannt, aber so ein bisschen unterm Radar. Und dass da so eine Geschichte dahinter war, war mir nicht klar. Und ich glaube, als wir diese Fotos gesehen haben, wir haben zwar alle ein bisschen geschluckt, aber war klar, das müssen wir was draus machen, das können wir so nicht lassen. Wobei ich muss sagen, ich habe da einen Heidenrespekt und immer noch einen Heidenrespekt vor diesem Thema. Es ist halt Silberpfeil, es ist wirklich Automobilgeschichte, da wird es richtig offiziell. Und vor allem, es spielt auch in den 30er Jahren, was es auch nicht gerade wirklich einfacher macht in Deutschland. Gut. Ich habe ja gesehen, koloriere viel, auch mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz und dachte, jetzt machst du es mal einfach, jetzt fragst du ChatGPT und das soll mir dein Buch schreiben. Das hat aber genau 10 Sekunden gedauert, dann war die Idee vorbei. Also kam leider überhaupt kein Ergebnis raus, die war völlig unbekannt. Also gut, dann blieb dann doch wieder nur die Recherche und okay, also haben wir doch wieder angefangen. Genau, fangen wir mal wirklich von vorne an. Das hier ist Familie Sebastian, wunderschönes Familienbild, war auch heute im Mannheimer Morgen abgebildet. Und in der Mitte, so als Sandwich-Kind, ist unser Hauptprotagonist heute, der Wilhelm. Und das, kurz nach dem Bild stirbt der Vater, das Ganze wird sehr schwierig, die Kinder müssen sich um sich selber sorgen und wie es halt im Leben ist, es kommt dann noch schlimmer, dann bricht der Erste Weltkrieg aus, der Josef wird eingezogen und der Ludwig und die Wilhelm müssen jetzt wirklich aufschauen, wie sie da rauskommen. Das ist ja bekannt vielleicht, in Mannheim gab es ja ganz schlimme Kriegswinter, das war alles nicht so einfach. Und Wilhelm hat jetzt das große Glück, dass er mit 14, und das war damals absolut üblich, bei Benz als Lehrling aufgenommen wird. Und jetzt muss man wissen, er war einer der Ersten, der in dieses neue Programm von Benz gekommen ist. Sie war nämlich da sehr, sehr modern, was die Ausbildung angeht. Die hat nämlich ihre Lehrlinge tatsächlich auch schon in eine Gewerbeschule geschickt. In dem Fall war es die Kurfürstengewerbeschule mit der Lehrwerkstatt in Lutzenberg. Es ist absolut außergewöhnlich für die Zeit. Normalerweise wurden die Lehrlinge, ja, durften den ganzen Dreck rausbringen. Also hier wurden die wirklich ausgebildet und ja, heute wäre das wahrscheinlich die Karl-Benz-Schule dann.
Er hat großes Glück, als er einen Gesellenbrief hat, kommt er in die sogenannte Versuchsabteilung. Das ist nichts anderes als die Rennabteilung. Die machen auch natürlich Tests und so weiter, aber in dem Fall Schwerpunkt Rennen. Er muss wissen, Benz hat zufällig genau in der Zeit beschlossen, wieder Grand Prix-Wagen zu bauen. Und hier sieht man den Teamchef, den Willi Walp aus Heidelberg. Muss ein sehr sympathischer Mensch gewesen sein, der aber halt auch viel gefordert hat von sich und seinem Team. Jedenfalls, hier wird nochmal ein bisschen deutlicher, was die da gerade gemacht haben. Also Krieg ist gerade rum, die bauen einen ersten Grand Prix-Wagen. Benz hat schon lange keine Grand Prix-Wagen mehr gebaut. Und der Chefkonstrukteur Hans Niebel will es einfach nochmal wissen und baut wirklich was völlig Neues. Zum ersten Mal baut er nämlich einen Mittelmotorwagen. Das heißt, der Motor, sieht man hier ganz schön, ist also zwischen Hinter- und Vorderachse, und das hat halt den Vorteil, dass die Gewichtsverteilung viel, viel besser ist und die Reifenverschleiß nicht einseitig. Also normal, wenn ich einen Schwerpunkt vorne habe, verschleiße ich vorne mehr die Reifen als hinten. Hier ist es alles viel besser aufgeteilt, auch das Kurvenverhalten ist besser etc. bla bla. Und was man hier auch schön sieht, er hat damals schon sehr dünnen Rahmenblech genutzt und das nochmal gelöchert. Also das ist wirklich ein leichter Wagen mit einem völlig neuen Konzept. Und im Prinzip ist das die Großmutter aller Formel 1 Wagen. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip bis heute. Und bloß mit dem Einsatz wird es nichts, mit dem Grand Prix. Der Wagen, das ging zu schnell, war nur ein paar Monate vergangen. Stattdessen geht dieser Kollege hier an den Start. Das ist der Rennwagen aus dem Jungbusch bzw. aus dem Lindenhof, der Heim, hatte ich auch schon mal referiert hier drüber. Zur Überraschung aller war dann doch Baden-Württemberg bzw. Mannheim wieder am Start im Grand Prix in Monza. Gut, ein Jahr später war dann endlich dieser Tropfenwagen fertig von Benz. Und hier sieht man nochmal das Team, wie sie gerade Aufstellung nehmen bei Tests in Monza. Was ich deutlich sehe, ist die zwei Fahrer Hörner und Walp. Das sieht man in der Statur. Ich nehme an, nebendran, das ist der Wilhelm. Ich kann es aber nicht 100% sagen. Gut, und hier stehen jetzt wirklich die Grand Prix-Wagen vom Waldhof Lutzenberg. Startbereit da. So, ungefähr zeitgleich, die Folie kommt hier jetzt schon, kommt diese Aufnahme hier zustande. Ich glaube, Kollege ist bekannt, was hier so ein bisschen aussieht wie ein schlecht gelaunter Corso, ist in Wahrheit der Deutsche Tag. Das ist so der Vorläufer von den späteren National, Feiertagen oder was es da war, Parteitagen, die sie auch abgehalten haben. Ich habe die Folie deswegen reingenommen, weil das ist später für die spätere Geschichte wichtig. Hitler war einfach damals treuer Benz-Kunde und war es eigentlich immer. Das ist dadurch begründet, dass nämlich dort, wo sein Völkischer Beobachter gedruckt wurde, da ist ausgerechnet auch ein Benz-Händler, der Wehrlin, und da ist alles, da ist auch der Hofmann, sein Fotograf, über die er später die Eva Braun kennenlernt, bla bla bla, also eine kleine Clique da in München, ziemlich alles in der Nähe beieinander. Deswegen hat er ein Faible für Benzwagen, und man sieht hier ihn auch in einem Benz, wobei es ist nicht sein Benz. In dem Zeitpunkt, wo das hier aufgenommen worden ist, hat er gerade zwei Wagen in Mannheim bestellt, die werden auch ausgeliefert. Aber wenige Monate später macht er einen Putschversuch. Also ich weiß nicht, warum er sich die Wagen bestellt und dann anfängt zu putschen. Das ist egal. Jedenfalls als Ergebnis bekommt er die Wagen konfisziert. Autsch. Also das waren wirklich schöne Wagen und waren dann auch gleich wieder weg. Und er war dann im Gefängnis gelandet. Was ich nur sagen wollte ist, als ich das Bild koloriert habe, ja, hatte ich so einen kurzen Gruselmoment, weil wenn man das ein bisschen bearbeitet, stellt man fest, da ist jemand wegretuschiert worden. Also man sieht noch deutlich da oben, man sieht noch deutlich den Kragen und die Schirmmütze und so weiter. Ich hoffe mal, die Person ist nur am Foto gelöscht worden. Es sind halt so diese Gruselmomente, dass diese alten Fotos, die so unscheinbar da herkommen, dann eine ziemlich brutale Wahrheit im Hintergrund haben wahrscheinlich. Und was auch noch interessant ist vielleicht an dem Foto, ist auch jemand, der nicht zu sehen ist. Das ist nämlich
Der Chauffeur, wir wissen ja alle, der Führer hatte keinen Führerschein, also wurde er ständig gefahren. Und sein eigentlicher Chauffeur war auch der Mitbegründer von der SASS. Das ist der Emil Maurice. Das klingt nach einem netten Südfranzosen, ist aber ein brutaler Schläger. Und als er dann Jahre später mit der Geli Raubal, die war dann die Nichte von Hitler, die bei ihm gewohnt hat, zu der er ein bisschen mehr als verwandtschaftliches Verhältnis hatte. Als die zwei da angefangen haben, sich zu verbandeln, hat er sich also verworfen quasi mit ihm und sie ist erschossen aufgefunden worden. Mal kurz zusammengefasst, ja. Okay, gut. Also was man auch sagen muss, das ist vielleicht auch wichtig für die Zeit, er hat ja kein Twitter gehabt, er hat quasi das Auto genutzt, um auf Wähler fangen zu gehen, ja, also das war seine Mittel, quasi omnipräsent zu sein und Auftritte zu haben. Das war sehr wichtig. Es war auch der Erste, der es erkannt hat, leider. Okay, also das, wie gesagt, zeitgleich zu unseren harmlosen Mannheimer Rennteam in Monza. Die erleben gerade den Faschismus aber auch live. Und zwar 23 war ja da schon der Mussolini an der Macht. Und landet da sehr eindrucksvoll mit einem Flugzeug mitten auf der Startbahn, auf der Rennstrecke, will ich sagen, macht auch eine Ehrenrunde. Also wusste auch Leute begeistert. Ja. Für die Mannheimer war natürlich das alles sehr eindrucksvoll und überhaupt, ich meine, zu der Zeit 23 war die Hyperinflation in Deutschland. Die ganze Vermögen wurden vernichtet, da war nichts mehr übrig. Und dann fahren die nach Italien, das war natürlich wie eine ganz andere Welt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, die fahren da mit. Aus irgendwelchen Gründen hat der Motor gerade mal 60 PS gehabt, das war jetzt nicht wirklich viel. Und entsprechend haben sie natürlich auch wenig Chancen gehabt. Aber was der Motor nicht gebracht hat, hat wirklich das Fahrgestell, also dieser Mittelmotor, das Mittelmotorkonzept, der Reifenverschleiß war unheimlich gering durch diese Tropfenform, diese aerodynamische, waren die sehr schnell. Also das hat sehr viel wettgemacht und allen war klar, hey, hier kommen wir nächstes Jahr nochmal her, größeren Motor und dann kämpfen wir um Sieg. Also das wäre auch sicher so gekommen, wenn 24 eben nicht Benz mit Daimler zusammengegangen wäre, weil beiden Firmen ging es sehr, sehr schlecht und unter der Regie von der Deutschen Bank kamen jetzt diese beiden Firmen zusammen. Niebel muss seine Rennabteilung an Ferdinand Porsche abgeben, der war nämlich zu der Zeit technische Vorstand und ergo auch der Chef von der Rennabteilung und der hat lieber sein eigenes Ding gebaut als diesen neumodischen Wagen da vom Niebel zu übernehmen, seinem Konkurrenten. Und so kommt es dann, dass diese doch sehr innovative Rennmaschine gleich wieder aufs Abstellgleis gekommen ist und es wurden noch ein, 2 Jahre wurden damit lokale Rennen gefahren, unter anderem auch dieses Königsstuhlbergrennen, von dem ich vorhin erzählt habe, was genau vor 100 Jahren war. Und man sieht hier schön, wie die da den Königsstuhl hochgebrettert sind, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es soll dann damit auch das letzte Rennen in Heidelberg gewesen sein, weil nach dem Rennen kam der Stadtrat extra zusammen und hat beschlossen, dass das Weichbild von Heidelberg stört. Okay, und so war das dann damit beendet. Aber zurück zu Wilhelm. Ja, Entschuldigung, den habe ich jetzt ganz vergessen. Also Wilhelm war jetzt auserkoren, in dem zusammengeschrumpften Rennteam zusammen mit Walp auch weiter die Rennen zu fahren. Und man sieht hier immer ein bisschen sich duckend oder gar nicht irgendwie. Aber es ist tatsächlich immer Wilhelm Sebastian, der da als Beifahrer unterwegs ist. Und er wird dann auch ausgeliehen an einen Mercedes-Werksfahrer, den Rosenberger, der eigentlich mit einem Kompressorwagen unterwegs ist und aber in einigen Rennen jetzt auch diesen Tropfen zur Verfügung gestellt bekommt. Der sieht jetzt hier nur ein bisschen anders aus. Gab da mehrere Karosserievarianten, aber ist jetzt egal. Und die zwei können so gut miteinander, dass der Wilhelm quasi zum Rosenberger zieht nach Pforzheim. Rosenberger ist ein lebenslustiger Weltkriegspilot, ja, der wirklich vom Rennvirus so schwer infiziert ist. Und als die Mutter vom Wilhelm mitbekommt, dass er da zum Rosenberger nach Pforzheim ziehen will, muss er ihr hoch und heilig versprechen, dass er fährt wie eine Nonne und verheiratet ist und 2 Kinder hat. Also,
Egal. Gut, die haben auch ziemlich lange miteinander dann Rennen gefahren. Hier sieht man noch die letzte Ausbaustufe von dem Tropfenwagen bei einem Bergrennen. Wilhelm ist da schon mal in Deckung gegangen. Zu dem Foto gibt es übrigens noch eine eigene Geschichte, aber das geht zu weit. Gut, ich springe mal ein bisschen nach vorne. Also hier sieht man noch in dem berühmten Semmering-Rennen, auch das gewinnen sie. Sie fahren jetzt nicht mehr mit einem Tropfenwagen, die sind jetzt wirklich ins Museum gewandert und wurden zum Teil verschrottet. Sondern hier sieht man jetzt mit dem Mercedes-Benz S-Typ. Das ist eine ewig lange Kiste mit einem richtig guten Motor. Und also ja, fährt sich wie ein Schiff. Also habe ich mir sagen lassen, das ist, und mit sowas da Bergrennen zu fahren in der Geschwindigkeit, das war nicht leicht. Also da muss man wirklich Respekt vorhaben. Das Bild ist einfach zu schön, das musste ich mit reinnehmen. Das ist jetzt eher ein Sprintrennen, Solitude heißt das Ding. Und da sieht man schön, wie die da einfach im Regen sitzen. Ja? Also die Rennen wurden natürlich ohne Verdeck gefahren und wenn es dann halt geregnet hat, hat es halt geregnet und es ist dann einfach so. Also auch hier, Wilhelm hat seine Wasserdichtigkeit bewiesen und da bin ich jetzt glaube ich doch, genau, zur selben Zeit, das muss man jetzt auch noch kurz erwähnen, sein Bruder Ludwig hat auch dann den Weg zu Benz gefunden, wurde auch Geselle und kam halt nie in die Versuchsabteilung rein. Das hat es zu seinem Bruder natürlich gewollt, aber es hat natürlich geklappt. Die war viel zu klein, die Abteilung, und Geld war auch keins mehr da. Jedenfalls, er ist jetzt also bei Benz und ist dafür ziemlich erfolgreich beim Waldhof, muss man auch sehen. Also das so gibt es dann so alle möglichen Beziehungen, und die haben es tatsächlich geschafft, 27, 28 Meister vom Rhein zu werden, und Ludwig und auch Wilhelm bleibt dem Verein zeitlebens treu, kann man sagen. Ludwig verliebt sich dann später sogar in die Tochter vom Clubhaus und heiratet sie auch, und ja, das ist aber eine andere Geschichte. Gut. So, hier nochmal selbes Jahr, auch wieder dieser S-Typ. Und die Besonderheit an dem Bild ist jetzt, die Ernest Merck, also ihres Zeichens Ehefrau von dem Chemiefabrikanten in Darmstadt. Ja, sie und ihr Mann haben gleiche Hobby, nämlich Rennfahren. Und sie fährt hier 27 mit Wilhelm zusammen einfach das Rennen ihres Lebens. Ist schneller, um Minuten schneller als ihr Mann. Und hat auch ansonsten einigen Erfolg bei den Rennen. Also wirklich eine ganz außergewöhnliche Frau. Und das einzige Tragische an der Geschichte ist, Wochen später wird sie halt auch erschossen, zu Hause aufgefunden. Und das war natürlich großes Entsetzen und keiner hat es richtig verstanden, weil sie hat eigentlich schon verhandelt gehabt, fürs nächste Jahr weiter Rennen zu fahren. Großes Geheimnis. Gut, hier vielleicht nochmal ganz kurz, dass man nochmal, die ganzen Namen werden Sie gleich nochmal hören und sehen, nochmal sieht, wie die alle beieinander waren. 28 muss man wissen, wirtschaftlich geht es der Firma wirklich grottig schlecht. Mercedes-Benz kann sich nur noch ganz wenige Rennauftritte leisten und das ist hier eins von diesen Ausnahmen. Und da sieht man sie alle beieinander, ja, der Neubauer, Porsche, der Walp natürlich wieder, Rosenberger, mit dem Wilhelm unterwegs war, Caracciola, ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, also einer der größten Fahrer sowieso in der Zeit. Und ganz links, das ist der Herr Kimpel, der taucht plötzlich auf und fährt mit Bugattis und den tollsten Wagen und ist aber tatsächlich ein Feuerwehrhauptmann von der BSF. Also wäre auch mal interessant zu kriegen, wie das zustande gekommen ist. Was wir bisher rausgekriegt haben, ist, oder beziehungsweise Walp stand es auch irgendwo, da gab es ja dieses schreckliche Unglück in Oppau und da muss er sich ganz besonders hervorgetan haben. Und was auch sicher ist, die Wagen, mit denen er gefahren ist, die hatten immer ein schreckliches Benzingemisch. Das muss fürchterlich gestunken haben. Die haben da mit Motalin rumgetestet. Das war damals so ein Erzeugnis auch von der BSF. Okay, aber ich verliere mich da gerade wieder in Details. Wir sind jetzt ein Jahr später, ungefähr das gleiche Gruppenbild, aber der Unterschied ist, Porsche ist nicht mehr da. Also Porsche, dem wird einfach vorgeworfen, dass sich zu wenig um die Serie
kümmert und die Geschichte, das ist jetzt weg, gibt es noch eine nette Geschichte dazu. Jedenfalls wird ihr, also, ja, man feuert ihn bei Mercedes-Benz und übrig bleibt jetzt diese Rennabteilung. Das finanzielle Problem bleibt nach wie vor, es gibt immer noch ganz wenige Rennen. Und ich nehme nur das Foto jetzt mit rein, weil plötzlich gibt es einen neuen Player auf dem Bild, so ganz unscheinbar, nämlich da sitzt unser Wilhelm unten rechts, ja. Und ich nehme mal an, der ist auch testweise gefahren. Also er hat jetzt wirklich scheinbar den Sprung gemacht von Mechaniker zum Rennfahrer. Und es ist ein Rennen belegt, in dem er wirklich mitgefahren ist. Da ist er mit einem Mercedes-Benz Mannheim, einem Kundenwagen, da gab es ein spezielles Sportwagenrennen, was weiß ich. Jedenfalls ist er da mitgefahren und hat auch eine goldene Medaille, Klammer auf, die hat fast jeder gekriegt. Jedenfalls. Er hat den Sprung gemacht vom Mechaniker zum Rennfahrer und das schon 29. Ah ja, richtig. Und jetzt muss ich leider noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Nämlich ab jetzt steht ein Elefant im Raum, muss man sagen. Das ist eben genau, ich zeige es noch mal kurz, das ist eben hier der Neubauer, der Rennleiter damals, Teamchef von Mercedes-Benz. Der schreibt nämlich Jahre später seine Memoiren. Und jetzt muss man die Geschichte wirklich genau kennen. Das ist 58 und da gibt es dieses Revolverblatt Quick. Weiß ich, gibt es das noch? Ich weiß es nicht. Gibt es, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, Herzschmerz, Sex and Crime. Und da kriegt er jetzt quasi in einer Ausgabe mal ein paar Seiten, um sein Leben kurz darzustellen. Ne? Mit so einer tollen Titelseite und entsprechend reißerisch formuliert, bla bla bla. So, das Ding hat so einen Erfolg, dass 10 Ausgaben später steht, so, wir machen dann eine ganze Serie draus. Und dann wird quasi ganz 58 Woche für Woche die neuesten Sachen aus dem Rennsport quasi da kundgetan. Und das liest sich toll und das ist ein tolle Geschichten und das hat dann so einen Erfolg, dass dann schließlich, ich habe es dabei, daraus 58 dann dieses Buch hier entsteht. Ist wahrscheinlich bekannt und das inspiriert wirklich Generationen von Menschen. Ja, Rennleiter, der so ein Buch schreibt und wirklich tolle Geschichten drin und es ist halt nur ein Wort nicht dabei, nämlich das Wort Roman. Das hat er vergessen. Und das ist jetzt ein bisschen ein Problem, auch mit dem, was ich jetzt gleich erzählen werde. Da gibt es viele Experten, die sagen, Moment, war doch ganz anders. Bei Licht betrachtet stimmt es dann einfach nicht. Und ich werde es aber im Einzelnen nochmal darstellen. Ich wollte nur mal kurz diesen Einschub machen. Also das wird, da werde ich noch ein paar Mal drauf zurückkommen da an der Stelle. Okay, gut. Kommen wir nochmal zurück in die Zeit. Also jetzt ist es ganz katastrophal. Die Firma hat jetzt überhaupt kein Geld mehr für Renneinsätze und nicht mal wenige, einfach gar keine mehr. Und man kommt dann überein, dass der Spitzenfahrer Caracciola einfach seinen Wagen kaufen soll. Also er bekommt er nicht mehr gestellt, er muss sein Handwerkszeug jetzt kaufen. Der Deal ist aber, er bekommt dann ein kleines Team an die Seite gestellt und der Wagen wird auch speziell für ihn hergerichtet. Ja. Und natürlich beim Preis passt man ein bisschen auf, da nicht zu übertreiben. Okay, jedenfalls, das ist jetzt die Saison 31, besteht aus dem Team Caracciola, darf ich vorstellen. Das ist Neubauer, eben der mit dem Buch. Wir haben dann noch einen Mechaniker Zimmer, Caracciola als Topfahrer Deutschlands und Wilhelm dabei. Wilhelm ist jetzt der Beifahrer die ganze Zeit und der Mechaniker, der da hilft. Und ich habe unten nochmal gezeigt, nochmal ganz kurz, auch der Wagen wird jetzt komplett überarbeitet, weil neue Rennwagen herstellen geht nicht. Deswegen, wie wir es vorhin gesehen haben bei dem Tropfenwagen, Niebel ist hier wieder der Chefkonstrukteur, also wieder dünner Rahmen, alles Mögliche durchlöchert, damit man Gewicht einspart. Noch eine andere Features, damit dieser alte Wagen relativ wieder ja, renntauglich wird. Ja, ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Ding nennt man dann SSKL. Aber das sind Details. Gut, gleich das erste Rennen ist die Mille Miglia. Und da müsste ich, das muss ich kurz auch noch sagen, das kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Die fahren auf staubigen Pisten, meine Straßen gab es keine, ja? 16 Stunden lang am Stück durch Italien. Und zwar fangen die oben an, muss ich selber gucken, bei Brescia, Klaas, glaube ich, gell? Ja, genau, Brescia, runter nach Rom, quer rüber in die Adria und wieder hoch. Irre. Und das Verrückte ist, und da ist mir dann auch die Kinnlade runtergefallen, wo ich das recherchiert habe, die fahren die meiste Zeit in der Nacht,
Ja, die sind die ganze Nacht unterwegs, die schwierige Bergstrecke fahren die nachts. Und wenn man mal diese traurigen Scheinwerfer von früher da mal sich anguckt, Hochachtung, wirklich Hochachtung an der Stelle. Und sie kommen dahin als Underdog, die ganze italienische Fahrerelite ist natürlich da, Caracciola war im Vorjahr schon mal da, ist glücklich auf den 6. Platz gekommen und so weiter. Und die schaffen einfach die Sensation und gewinnen das Ding. Ja, irre. Das war also, und das war natürlich eine Riesensensation. Und dann muss ich noch eins sagen: In den ganzen, immer wenn Sie es sehen, der Beifahrer wird nie erwähnt, hier in sämtlichen Unterlagen. Ich habe immer kommt Wilhelm Schräger Caracciola. Ich bin der Meinung, Wilhelm ist ein gutes Stück da auch gefahren. Ich glaube, das war nicht so zulässig, deswegen redet man nicht so drüber. Aber ich glaube, da wird ihm, glaube ich, da ein kleiner Bonus gegeben. Wie gesagt, belegen kann ich es leider nicht. Gut, die Saison, wie gesagt, unglaublich viele Rennen. Und was man auch wissen muss, der Wagen, haben wir gerade eben gesehen, hat jetzt so Touren, 16 Stunden, ist für Touren ausgelegt und so weiter. Der fährt aber auch bei Grand Prix mit. Und zwar wird dann ganz speziell getuned, nämlich die Scheinwerfer werden abgeschraubt und die Kotflügel. und dann haben wir da einen Grand Prix-Wagen einfach mal. Ne? Okay, hier sind sie jetzt gerade beim großen Preis von Deutschland und da gibt es, jetzt kommt der Neubauer-Effekt, zwei Geschichten. Einmal, sie würden den Rennhebelmechanismus erfinden und zum anderen, Wilhelm wäre auf die Idee gekommen, dass man auf der Innenseite vom Karussell, das ist so eine spezielle Kurve im Nürburgring, dass man dann auf der Innenseite fahren würde, die nicht befestigt ist und dann einfach ein paar Sekunden sparen könnte. Okay. Erstmal diese Rennheber, die Dinger gab es schon seit Monza. Also ich habe hier sogar ein Bild vom Tropfenwagen gefunden, also die gab es schon ewig. Das ist natürlich nett, das jetzt dem Wilhelm zuzuschreiben, dass der das erfunden hätte mit dem Walp, ist aber nicht so. Und das mit dem Karussell, das könnte schon stimmen, schon eher Wilhelm hat nach eigener Aussage beteiligt am Design von dem Nürburgring, aber das hat er schon längst gewusst. Ich glaube, das war kein Spezialwissen, also das war bekannt, aber könnte ein bisschen stimmen. Nur, dass ich es mal für die Spezialisten da draußen mal kurz erwähnt habe. Hier wollte ich noch mal kurz sagen, die Saison noch mal, die ganzen Stationen, das ist eine Mischung aus Langstreckenrennen, aus Bergrennen, aus Grand Prix, große Grand Prix dabei. Und Caracciola gewinnt. Ja, wird Bergmeister, gewinnt großen Preis von Deutschland, obwohl er da technisch total unterlegen ist eigentlich und. Also legt eine unglaublich klasse Saison hin. Und das ganz Spezielle an der Geschichte ist, er macht es alles mit einem Wagen. Punkt. Vielleicht gab es einen anderen Motor mal, keine Ahnung, aber es ist immer der gleiche Wagen. Es ist so unglaublich. Und wie unverschämtes Glück die gehabt haben, sieht man am letzten Rennen, nämlich dann in der Tschechoslowakei, da haben sie wirklich am letzten Rennen ein Unfall, erwischen irgendwie einen Markierungsstein, fahren an einen Baum. Gott sei Dank passiert den beiden nicht wirklich mehr, aber der Wagen ist halt total hin, nichts mehr übrig. Also war halt total demoliert. Sowas hätte ja auch passieren können die ganze Zeit, ist aber nicht. Also es ist unbeschreiblich. Diese Geschichte wird viel zu wenig gewürdigt, was das, das ist unglaublich. Und halt Wilhelm immer dabei, immer im Grand Prix geschehen dabei, einer der wenigen Deutschen, die noch am Grand Prix-Geschäft beteiligt sind. Und das Verrückte ist, im nächsten Jahr geht es der Firma so schlecht, dass sie Caracciola noch nicht mal das Angebot machen können, einen Rennwagen zu kaufen. Und er muss mehr oder weniger dann zu Alfa Romeo wechseln, um dann auch einen siegfähigen Wagen zu haben. Und jetzt passiert Folgendes. Wilhelm wird als Beifahrer dem Herrn Proschek zugeteilt, der sich eine SSK gekauft hat, der auch bei Rennen teilnehmen möchte. Und jetzt ist es wirklich so, hier von dem Dream Team, nächste Saison fahren die gegeneinander. Ja, wobei nicht wirklich, mein gegen den Alfa Romeo und Caracciola hat natürlich ein Proschek nicht wirklich was ausrichten können. Zudem ist das ein alter SSK. Also es war technisch, also das war, ja, ja, einfach erfolglos, wenn man so will. Jedenfalls, ja, wie es Schicksal manchmal spielt. Ne? Und ich habe das jetzt tatsächlich in dem Bild hier gefunden, das eine ist Wilhelm definitiv und Caracciola auf der anderen Seite. Gut,
Ja, und jetzt müssen Sie sehr tapfer sein. Ich habe ein paar Buchstaben dabei. Weil es passiert nämlich jetzt sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell und alles irgendwie gleichzeitig. Und brauchen wir aber, damit wir der Geschichte nachher weiterkommen. Und zwar zum einen haben wir vorhin ja gehört, Porsche fliegt also raus bei Mercedes-Benz, wechselt zu seiner alten Firma Steyr in Österreich. Der geht es auch nicht gut, wird übernommen von Austro-Daimler. Austro-Daimler hat Porsche schon mal rausgeschmissen, also muss er wieder wechseln. Er öffnet quasi ein Konstruktionsbüro mit Rosenberger. Das war dieser Rennfahrer von vorhin. Also der unterstützt ihn da finanziell und sogar so stark, dass schon es war im Gespräch, Porsche in Pforzheim zu gründen, nicht in Stuttgart. Ne? Aber letztendlich wird es dann doch in Stuttgart gemacht, wird die Firma gegründet. Rosenberger ist mit 15% dabei und Piëch, auch nicht unbekannter Name, ist da auch mit 15% an dieser Firma beteiligt. Okay, jetzt bekommen die im Oktober 31, sorry, ich habe extra diese Zahlen vermieden, aber hier müsste ich es einfach mal durch, bekommen die einen Auftrag von Wanderer, das war eine deutsche Automobilfirma, im Namen von Oertzen, bekommen die jetzt im Prinzip einen Auftrag, einen Rennwagen zu bauen. Nämlich für 34 ist eine neue Formel angekündigt und die Idee war, komm, bau da für diese Formel einen neuen Wagen, da haben alle, werden die Karten neu gemischt, da haben wir gute Chancen, mach das Ding für Wanderer. Wie geht das? Weil die Formel war noch gar nicht bekannt. Also wie kann ich einen Auftrag bekommen, ein Auto nach einer Formel zu bauen, die ich noch gar nicht kenne? Relativ simpel, Porsche ist nämlich Mitglied in dieser Rennorganisation, die diese Formel beschreibt. Also dieser IACR ist ja Mitglied und dann hat man dann schon so ungefähr Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Jedenfalls ab da starten die quasi mit ihrer Konstruktion. Und jetzt Überraschung Nummer zwei. Rosenberger sagt, ich habe ein dermaßen klasse Fahrerlebnis mit diesem Benz, mit diesem Mannheimer Rennwagen gehabt, mit diesem Tropfenwagen. So muss das Ding bauen. Nicht konventionell, Mittelmotor muss das sein, halt ein stärkerer Motor und kann sich damit durchsetzen. Also es ist mittlerweile wirklich belegt. Also Rosenberger ist da schuld dran, dass jetzt Porsche wirklich völlig, er hat schon Konstruktionspläne gehabt, die werden zur Seite geschoben. Er geht jetzt voll auf das Thema Mittelmotorkonzept. Auch irgendwie mutig, weil hat mit dieser Motorstärke auch noch niemand gemacht. Aber egal, jedenfalls, deswegen findet jetzt der Mannheimer Rennwagen hier komplett den Einzug. Gut, also soweit Porsche gelaufen, alles läuft, sie konstruieren und jetzt geht's Wanderer ganz schlecht. Wie gesagt, wir reden ja hier, es ist ja alles nach der Wirtschaftskrise 29, in Deutschland geht's wirklich nicht gut an der Stelle. Wanderer wird genauso wie Horch, Audi, DKW vom Sächsischen Landtag gestützt, ja, und die Auto-Union wird gegründet. Deswegen, viele kennen ja den Namen nicht mehr und das ist nichts anderes als dieser Zusammenschluss von Audi, DKW, Horch und Wanderer. Okay, und dann, Sie merken, wir sind jetzt im Monatstakt, November 32 verkündet jetzt der Rennsportverband die Formel, Klammer, für die Porsche schon die ganze Zeit den Wagen konstruiert hat. Also das hat geklappt, aber jetzt sagen sie, okay, ist tatsächlich so gekommen, wir gründen jetzt einen Rennstall. Also so ähnlich wie Ferrari wollten die das machen. Wir haben den Rennstall, der gehört uns und wir suchen jetzt noch einen Partner, Wanderer in dem Fall oder Audi oder wir, nachdem wir es gemacht hätten und die bauen uns die Wagen, wir vertreten die an der Rennstrecke. Das war der Plan. November 32, Rosenberger, Porsche, alles am Start. Die Konstruktionspläne fertig und so weiter. Und jetzt, Januar 33, kommen die Nazis an die Macht. Und die sind sehr schnell, die sind verdammt schnell. Also Anfang Februar verkündet Hitler schon auf der Automobilausstellung, ja, wir bauen einen nationalen Rennwagen, einen deutschen nationalen Rennwagen und wir machen Mobilität für alle. Das klingt auch wieder super, in Wahrheit war es aber nichts anderes als Rüstungsvorbereitung. Ne? Es werden nämlich dann auch sogenannte Motorsportschulen gegründet, die nichts anderes machen, als die Leute militärisch auszubilden, dass sie LKWs, Motorräder etc. fahren können und die Vorbilder dazu, die Werbung dazu soll eben aus dem Rennsport kommen, schlicht und einfach. Okay, und jetzt ist halt Folgendes, Rosenberger hat halt jüdische Konfession, deswegen flieht der, muss der jetzt raus, also er war knapp davor, mit seinem Rennwagen wieder starten zu können, hat viel Zeit, viel Energie, viel Geld reingesteckt, muss jetzt fliehen.
im März, also immer noch Monatstaktung hier so ungefähr, ne, gibt es ein Gespräch Hitler mit Porsche und da kommen sie überein, eigentlich kommen sie mit gar nichts überein. Hitler ist nämlich immer noch braver Mercedes-Benz-Fan und hat eigentlich vor, den Rennwagen ausschließlich mit Mercedes-Benz zu fahren. Hat aber, nimmt sich Zeit für seinen Landsmann Porsche und letztendlich findet man dann einen Kompromiss. Beide sollen einen Rennwagen bauen, Mercedes und Auto Union. Mercedes kriegt halt ein bisschen mehr Geld. So, das war so ungefähr der Deal. Ich kürze jetzt gerade ein bisschen ab. Und das ist jetzt der Moment, also November 32, huch, das Wichtigste habe ich vergessen, also als die Firma gegründet wurde von Porsche, wird jetzt Bastl, also so wurde er benannt, scheinbar in dem Konstruktionsbüro in Stuttgart bei Porsche. Bastl, unser Wilhelm heißt jetzt Bastl und der wird jetzt quasi engagiert für diese Rennfirma von Porsche und landet jetzt im März, nachdem man das mit Hitler geklärt hat, bei Auto Union, weil der Vertrag wird geändert, nicht mehr der Rennstall ist bei Porsche, sondern der ist jetzt bei Auto Union. Entsprechend wechselt Bastl erst von Mercedes zu Porsche, dann von Porsche zur Auto Union. Und ich bin gleich fertig. Das ist halt, das passiert jetzt alles so, alles Schlag auf Schlag. Genau, und es gibt einen neuen Vertrag jetzt quasi zwischen Auto Union und Porsche. Und die Besonderheit hier ist, dass Porsche verhandelt, dass nach einer Anfangsphase er die Hälfte aller Subventionen bekommt, die er vom Staat bekommt. Keiner rechnet damit, dass das länger geht. Keiner rechnet, dass es in dieser Größenordnung vonstatten gehen wird, wie es dann kommen wird. Also Porsche wird dadurch sehr, sehr reich, allein durch diese Renngeschichte hier. Genau, und Mai 33 letztendlich, und jetzt höre ich wirklich auf, jetzt wird also diese Rennabteilung in Zwickau gegründet, bei Auto Union, das ist ja eins, die haben einfach die besten Werkzeugmaschinen, deswegen macht man das jetzt in Zwickau. So, Mai. Die fangen jetzt an, Konstruktionspläne sind alle fertig, die haben jetzt wenige Monate Zeit, im Oktober steht der Wagen schon auf dem Hof und wird von Walp getestet. Jetzt haben sie es geschafft. Das war gerade der kleine historische Ausflug. Okay, gut. Hier sieht man jetzt unseren Bastl, unser Wilhelm. Ein paar Monate später mit diesem Rennwagen hier, den ersten Prototyp, ja, noch ein bisschen so, bisschen 20er-Jahre-Style mit einer einem riesen Heck. Da hat man einfach gedacht, aerodynamisch wird es ein bisschen geschickter, aber es ist jetzt schon der Mittelmotorwagen etc. bla bla. Und im November fahren sie dann zum ersten Mal unter strenger Geheimhaltung den ersten Test damit. Und jetzt kommt noch so ein Gänsehaut-Ding. Und zwar Rosenberger sagt später beim Verfahren gegen Porsche aus, er wäre dort am Nürburgring gewesen, hätte das Ding testgefahren. Im November 33. Also er war ja eigentlich geflohen nach Frankreich. Und ich glaube die Geschichte, ich habe es auch so ins Buch reingeschrieben, ich nehme es einfach an. Aber wenn das wirklich so war, ja, dann haben sich wirklich, muss man sagen, hat sich ein Walp, die haben sich ja alle in Gefahr gebracht damals schon. Schon im Mai war verboten, ohne Aria zu sein oder nicht bei der Armee zu sein, nicht bei der Polizei, da kriegt man gar keine Rennfahrlizenz. Man muss auf irgendeiner NS-Organisation sein, um überhaupt noch an die Rennstrecke zu dürfen. Und jetzt kommt Roseberger da und testet diesen sündhaft teuren Prototyp auf dem Nürburgring. Also das heißt alles auch ideologisch, denke ich mal, alles klar, da haben alle dicht gehalten. Sonst wäre das wäre ja ein einfaches gewesen, das zu verpfeifen etc. bla bla. Bla bla bla. Also jedenfalls Riesengeschichte. Leider geht es nicht gut aus für Rosenberger. Ein paar Jahre später kommt er wieder nach Deutschland, tritt seine ganzen Anteile zum Nennwert, das ist einfach unglaublich schlecht, an Ferry Porsche ab. Ja. Und wenige Wochen später wird er aufgegriffen in Pforzheim und wegen Rassenschande ins Gefängnis und später ins KZ gesteckt und wird aber noch freigelassen, also kann wieder fliehen, also überlebt die Geschichte. Also er ist mittellos im Prinzip, ja, er ist abgespeist worden mit wenig Geld und der große Erfolg ist jetzt hier im Rennteam. Muss ich jetzt einfach mal kurz noch eingeflickt haben. Aber komm, jetzt gehen wir weiter mit unserem Team hier, letzte Tests in Monza. Und fällt Ihnen was auf zu dem Bild hier? Ich kläre es auf, der Wagen ist plötzlich nicht mehr lackiert, beziehungsweise ist lackiert, aber in Silberbronze lackiert.
Irgendwie über die Jahreswende haben die ganzen deutschen Wagen, muss man sagen, bisher war weiß, das ist noch aus den, von der Jahrhundertwende, aus den ersten Grand Prix, die Farbe für Deutschland, für den Rennautos. Also alle Rennen, so wie heute noch Ferrari rot ist, damals waren alle Wagen deutsch, quasi die deutschen Wagen weiß, so rum, genau. Und jetzt plötzlich, seit Januar 34, es ist nirgends dokumentiert, warum, aber auch bei Mercedes, alles ist jetzt plötzlich Silber. Und ich muss das nochmal, da muss ich auch den Ausflug schnell machen, weil es ist uns passiert hier im, Mannheimer, im Maimarkt. Da kam jemand am Stand vorbei und sagt: Was, Auto und Silberpfeil ist alles Quatsch, das war doch Mercedes-Benz. Also, das war nicht, war schon früher. Und da kommt man dann schon ins Grübeln, wenn man dann ein Buch gemacht hat mit so einem Titel. Und deswegen habe ich das noch wieder ganz genau recherchiert damals. Und zwar, wie gesagt, das erste Rennen, es gab einen Rekord, das lasse ich jetzt mal einfach weg. Das erste Rennen ist tatsächlich mit silbernen Fahrzeugen stattgefunden. Auch Mercedes ist in Silber, ich werde gleich zeigen, wie. Deswegen, wovon hier unser Neubauer schreibt, ist Wochen später im ersten Rennen, nämlich er beschreibt es so, dass alle weiß gewesen wären und sie stellen fest, der Wagen ist zu schwer bei der Gewichtskontrolle und sie kratzen dann die Farbe ab und dann waren es 3 Kilo weniger und dann, wunderbare Geschichte, mein Gott, was für eine klasse Legende, toll, stimmt bloß nicht, also wahrscheinlich nicht. Und genau, und dann kam noch auch wieder dieses Buch, ja, es wäre so gewesen, die Mercedes, die hießen Silberpfeil, deswegen ist diese landläufige Meinung, und die Auto-Unions waren Silberfische. Jetzt haben wir dieses wunderbare Zeitungsportal, wo man wirklich mit Schlagwortsuche alle Zeitungen über alle Jahre auswerten kann. Das geht in Sekunden, was früher Jahre, wenn überhaupt, funktioniert hat. Und da gab es dann schon eine kleine Überraschung, nämlich was ich als Synonym gefunden habe zu Silberpfeil, war meistens Auto-Union. Also eigentlich war das Begriff für Mercedes und Auto-Union, aber wenn, meistens war es wirklich Auto-Union. Und jetzt ganz interessant, Silberfisch habe ich ausschließlich nur bei Mercedes-Benz gefunden. Also, und was ganz besonders war bei dieser Recherche, kam raus eben, dass die auch diese erste Test auf der AWUS eben mit Silberfischen angerückt sind. Das ist da beschrieben. Egal. Nur für alle Experten, die es werden wollen, so die Geschichte. Und ich nenne jetzt einfach die weiterhin Silberpfeil, die Auto-Union-Wagen. Okay, anyway, jetzt kommt die nächste Überraschung, nämlich diese Rennwagen sind halt, indem sie so einen schweren Motor haben, dann doch ziemlich gewöhnungsbedürftig. Die rutschen, jedes Mal aus der Kurve fliegt der Wagen. Man möchte immer gegenlenken, kurz bevor man in die Kurve fährt. Die sind nicht einfach zu fahren, die Dinger. Und die haben einfach in der ersten Saison Schwierigkeiten, Rennfahrer zu finden, die dieses Ding hier fahren können. Da kommen wir auf die Idee, ja, Walp und der Bastl, die sind doch die ganze Zeit Test gefahren, dann können die doch auch Grand Prix fahren. Es wurde wirklich diskutiert, ob der Teamchef selber da einmal sein Rennen fahren. Das wird natürlich gelassen, die Idee war schlecht. Aber beim Bastl bleibt es hängen. Also unser Wilhelm, der muss jetzt ins Gras beißen und wird jetzt hier quasi zum Silberpfeilfahrer, Grand Prix-Fahrer. Und es gibt ein schönes Zitat von ihm, wo er sagt, ja, er wird versuchen, meinen Mann zu stehen. Seinen Mann zu, also so richtig begeistert klingt das nicht. Ist egal. Jedenfalls ist ja nur im Fall der Falle. Ne, wenn alle ausfallen, dann kommt ihr als Reservefahrer, bla bla bla. Aber zack, paar Rennen später ist es schon der Fall. Pescara muss heran. Und es ist leider halt auch gleich ein voll dramatisches Rennen, also fürchterlich. Erst brennt die Ferrari-Box, dann fliegt Caracciola einen Graben runter, überlebt Gott sei Dank. Ja, und was auch noch, ein großes Ferrari-Nachwuchstalent, Moll, stirbt, bei dem er die Wagen in Hochgeschwindigkeitsstrecke touchiert und so weiter. Also völlig fürchterliches Rennen. Und ja, Wilhelm hat sich da irgendwie durchgewurschtelt, blieb im hinteren Mittelfeld, aber hat den Wagen zumindest nicht verloren. Also muss man schon Respekt zollen. Hier ist nochmal im Grand Prix Schweiz, da sieht man ihn nochmal mit der Rennbrille hier zwischen Porsche und Stuck. Ja, genau, und das ist jetzt nochmal Monza, das war auch das Bild auch in meiner Morgen heute. Das Besondere an dem Rennen ist folgendes, nämlich nachdem alles vorbereitet ist, die Wagen an der Startaufstellung stehen, wird plötzlich der Teamchef Walp, kriegt da irgendwann einen Magenkolik
muss hinten in den Wagen getragen werden. Also es ist ausgeschaltet, gibt plötzlich nicht mehr. Okay, kein Problem, dann wird Rennleiter der Bastel. Also Wilhelm, Reservefahrer, jetzt ist er Reserve-Teamchef. Okay, alles gut vorbereitet, Porsche ist ja noch dabei. Ist wirklich so passiert. Und naja, und dann fahren die halt ein paar Runden und dann kommt ein völlig... Bomberger hat völlig erschöpft zurück, nämlich das Problem war, in Monza war es ohnehin schon heiß. Und diese Dinger, die hatten diese Kühlleitung, die bis zu 200 Grad heiß wurden, neben den Fahrersitzen entlang gezogen. Und die haben zwangsläufig die ganze Karosserie alles heiß gemacht, bis hin zu den Pedalen. Alles war super, super heiß. Und selbst mit feuerfesten Sohlen etc. und Stiefeln, das kam irgendwann mal durch, weil man muss dauernd kuppeln, ständig waren wir hier am Treten und jedenfalls Hölle. Die haben alle Brandblasen an den Füßen gekriegt und jedenfalls fährt da der Erste raus, völlig fertig, was machen wir jetzt? Bastel, nicht mehr Rennleiter, du bist jetzt Rennfahrer. Also eher in den Wagen, wer ist Rennleiter? Porsche, jetzt Rennleiter, ist okay. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber okay, so ungefähr war es dann schon und ja, so ging es dann die ganze Zeit noch her, alle möglichen Leute kriegen mit literweise, hast du schön zitiert, literweise, es wurden ganze Gießkannen voll vorbereitet und dem Meisterfahrer über den Fuß gegossen, so ungefähr, also war richtig, richtig was angesagt und Porsche vergisst noch einen reinzuholen zum Tanken, der bleibt dann irgendwo noch auf der Strecke stehen, also chaotischer geht's nicht. Deswegen Monza nochmal ganz kurz. Zum Saisonende muss Bastel dann nochmal ran, aber da hat er es dann wirklich geschafft. Das Besondere hier ist, man sieht ihn hier ganz rechts, Hans Stuck. Hans Stuck hat ganz unbemerkt die ganze Zeit etliche Grand Prix gewonnen, die wichtigsten Grand Prix gewonnen und 34, muss man sagen, wäre er eigentlich der Europameister gewesen. Problem war, den Titel gab es damals noch nicht. Also auch dieses Punktesystem etc. gab es noch nicht. Aber man kann das wirklich historisch, rennhistorisch sagen, Stuck wäre eigentlich jetzt da. Und das muss man sich vorstellen, in der ersten Saison mit einem komplett neuen Wagen werden die mal Europameister. Und das ist nicht einfach, das sind französische Teams, das sind italienische Teams, die sich sehr gut auskennen, die ganze Zeit die Rennszene beherrscht haben. Also Respekt war gut. So, man sieht auch hier Bastel wieder unten. Ich finde ziemlich glücklich, dass die Saison rum ist. Eins ist klar, es müssen jetzt neue Rennfahrer her für die neue Saison. Und dann, ich habe es genannt, Walp sucht den Superstar. Also es gibt dann eine Auswahl von Motorradfahrern, die sich da im Konzern hervorgetan haben und so weiter. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte, dass es dann einen gewissen Rosemeyer, also nichts mit dem Roseberger zu tun, Rosemeyer, ein sehr guter Motorradfahrer, der wäre da hingekommen in dieses Casting mit Anzug und Krawatte. Da dachte ich auch, ja, das ist so Legende, ich habe das Foto, er kam wirklich mit Anzug und Krawatte, er hat einfach gesagt, es ist ein besonderer Moment, da möchte er sich entsprechend festlich anziehen. Egal, also auf jeden Fall hier, Bastel ist auch dabei, weist auch die Leute ein etc., fährt auch selber ein paar Runden zum Aufwärmen. Also und ja, aus dieser Superstar-Geschichte wird dann wirklich was. Rosemeyer, das ist heute, sagt nicht mehr vielen was, aber er ist einfach der strahlende Held der Rennszene, überstrahlt den ganzen Rennsport. Er ist also... ja, also marketingtechnisch der Supergewinn für Auto Union im Prinzip. Und hier sieht man ein schönes Bild nochmal von einem Grand Prix in Deutschland, eben mit Bastel und Ludwig, sein Bruder, der ist jetzt auch bei Auto Union und ist Rennmechaniker von Rosemeyer geworden. Deswegen ist das Trio Infernale hier, die können sehr gut miteinander. Gut, das ist hier das letzte Rennen, möchte ich auch kurz, das ist deswegen interessant, nicht nur, weil es das Gewinnen und weil Bernd zum ersten Mal wirklich ein Grand Prix gewinnt, sondern hier geht es wieder, und jetzt kommen wir hier, das war natürlich gefundenes Fressen, muss ich auch ein paar Sachen vielleicht gerade biegen, und zwar heißt es, das ist schon die ganze Zeit eine Boxengassenaffäre hier zwischen der Frau von dem Rennfahrer Peach, vom Auto-Union-Rennfahrer Peach und Wartz, einem anderen Rennfahrer gegeben hat. Und dann gibt es also Szenen, was da beschrieben wird, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, stimmt alles nicht, so wie es ausschaut. Also Peach hat gesagt, seine Frau hat ihm
im Herbst erst gesagt, dass sie ihn verlassen möchte und sich verliebt hat, bla bla bla. Die andere Geschichte ist schon viel eher richtig, und zwar Rosemeier lernt genau in diesem Rennen die Elli Beinhorn, das ist eine sehr bekannte Fliegerin und auch so ein Frauenidol, die halt zufällig auch da ist. Die zwei treffen sich, knistert und ja, verlieben sich letztendlich. Da kommen wir aber später mal kurz zu. Gut, das sind jetzt diese Vorbereitungsbilder, das interessiert jetzt hier niemand. Leider gibt es einen tödlichen Unfall dann für Tests. Bastel ist ja, genau, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Genau, das Wichtige ist auch Valp, den haben sie rausgeschmissen, den haben sie als Teamchef entfernt und dafür ein Feuereisen eingestellt, genau. Und wie das genau dazu gekommen ist, angeblich hätte Valp eine schlechte Saison gehabt, so richtig alles unklar. Eins ist nur bekannt, der Vertriebschef der Oertzen hat ihn quasi gedeckt, hat gesagt, hey, du kriegst einen anderen Job im Team. Aber dann kommt Oertzen selber in Schwierigkeiten, weil seine Frau Halb-Arierin, oder wie man es nennt, jedenfalls, er schaut, dass er Deutschland verlässt und dadurch ist dann Valp, fallen sie alle über Valp her. Jedenfalls, wir haben jetzt einen neuen Rennleiter, der also Teamchef, der sich nicht so wirklich auskennt im Renngeschäft, und deswegen wird jetzt hier unser Wilhelm immer wichtiger im Team. Und wie gesagt, die ersten Tests in Monza verlaufen halt katastrophal. Ja, egal. Noch bevor das Saison ist, und das interessiert jetzt hier die vielleicht wieder unsere Runde ein bisschen mehr, und zwar, das waren die ersten Autobahnen, die da gebaut wurden und fertiggestellt wurden, und die Autobahn von Mannheim nach Darmstadt wurde dann erweitert nach Heidelberg. Und das war einfach, da kam Stucker auf eine gute Idee, hey, das ist dann doch lang genug, um so einen 50-Meilen-Rekord oder 100-Meilen-Rekord aufzustellen. Einziges Problem ist, ich hatte es vorhin noch kurz erwähnt, ich muss dann in Heidelberg drehen. Aber das ist immer noch besser als jede andere Strecke, die wir haben in Deutschland. Ergo, tatsächlich wird dann dieser Rekordversuch hier gemacht mit Stuck. Und hier sieht man aber noch im Wagen unseren Wilhelm, der hat nämlich auch diesen Wagen eingefahren und getestet, ob die Strecke in Ordnung ist, weil es war sehr nass und so weiter. Ja, und dann heizen die mit diesem Ding hier nach Heidelberg, ja, und das ist jetzt die Kehre hier in Heidelberg, die extra von Auto Union bezahlt worden ist, also die Pflasterung von dieser Kehre, und dann wieder zurück. Da hinten, da sieht man von Continental, von dem Reifenhersteller, den Meister Dietrich, und der checkt mal eben im Vorbeigehen, ob die Reifen noch in Ordnung sind, ja. Ja, ist so. Ja, und gut, funktioniert, sie kriegen ihren Rekord, wobei man muss wissen, auch alles andere, was ich heute zu Rekord sage, ist ein bisschen Augenblenderei. Es gibt jede Menge Rekorde über bestimmte Strecken, zu Motorklassen etc. bla bla. Für mich eigentlich der interessanteste Rekord ist der absolute Geschwindigkeitsrekord. So wie ganz am Anfang unser Blitzenbenz, das war ein absoluter Rekord. Kein Fahrzeug war schneller als 230 Stundenkilometer. Hier ist es was anderes, da gibt es schon längst Rekordfahrten auf dem Salzsee, die über 80, 100 Kilometer schneller sind, aber in dieser Motorklasse, in der Distanz, bla bla bla, dann kann man auch über einen Rekord sprechen. Also von daher alles in Ordnung. Genau, und wenn jemand die Kehre sucht, so wie ich, die ist nicht weit weg, wenn Sie da auf der Autobahn reinkommen und dann abbiegen, ein Stück vorne dran, das Haus gibt es auch noch, es ist halt nicht mehr da am Originalplatz. Wollte nur sagen, also ja, gibt es noch und Sie müssen nicht suchen, ich habe nämlich da völlig an der falschen Ecke geguckt. Genau. So, ja, genau, nach dem Rekord wird dann der Wagen hier bei uns in den Planken ausgestellt, wobei, ob es der Wagen war, ist eine andere Geschichte. Gut, ich springe jetzt ein bisschen weiter nach vorne, natürlich die Vergaser haben ab und zu mal gebrannt und das war ja alles nicht so ganz Hightech. Genau, und in Tunis hat dann Wazi, eben der mit der Frau Pietsch da zusammen war, einen Horrorunfall bei 200 Stundenkilometer und überlebt aber. Sowas überlebt man normalerweise nicht. Und das ist auch noch in so einen Olivenhain reingebrettert und er kam hinkend an die Box zurück, war natürlich verletzt, ist klar,
aber hat es überlebt, ja. Und jetzt, ich komme wieder auf meinen Neubauer zurück, sorry, das ist Bashing, aber er hat auch eine schöne Geschichte geschrieben, ja, in einem Rennen vorne dran in Tripolis wäre Vazi bevorzugt werden worden, damit ein Italiener gewinnt und kein Deutscher und die Nazis und überhaupt und la und dann wäre das rausgekommen, er war so verzweifelt, dass er Morphium genommen hat und was weiß ich, alles Quatsch. Also ich denke mal, es war tatsächlich so, nach diesem Unfall, das war häufig, als Schmerzmittel hat man da Morphium genommen und man hat völlig unterschätzt, was das für eine Katastrophe war. Also die Suchtgefahr hat man einfach komplett unterschätzt. Man muss wissen, Vazi ist Kettenraucher, das hat nicht viel gefehlt. Was stimmt, seine Freundin war halt auch, hat auch mal ab und zu ein paar Tabletten genommen. Also jedenfalls nicht ganz so Sex and Crime. Es wäre halt schön, wenn es so gewesen wäre. Es ist halt eine schönere Geschichte, gebe ich zu. Okay, gut, hier nochmal, man sieht nochmal das Team. Ludwig Bastel, Bernd Rosemeyer gewinnen auch da. 36 wird eine super Saison und schon quasi im zweiten Jahr wird dann tatsächlich Rosemeyer Europameister auf Auto Union. Das ist natürlich ein Riesending. Ja. Und hier sieht man sie nochmal im Anzug ist Bastel, also er ist tatsächlich jetzt Teamleiter, wird man es heute nennen. Ja, und unten da unten links, das ist Ludwig mit den anderen Monteuren, die eben die anderen Fahrer betreut haben. Und bevor die eigentliche Saison losgeht, wird jetzt Bastel auserkoren, Rennleiter zu spielen, oder Teamchef zu spielen. Und zwar für einen Trip nach Südafrika. Hier sieht man dann ein schönes Bild, auch wieder. Ich fange nicht wieder an mit Neubau, ich halte das Buch nicht mehr hoch. Also auch hier wird dann unterstellt, Rosemeyer hat eine Affäre mit dieser Rennfahrerin hier, die in der Mitte zu sehen ist. Also alles, was man da so schreiben kann. Schön, aber das Bild ist vielleicht noch interessant. Die Strecken waren so schlecht da unten. Gucken Sie mal, das Rad rechts ist schon erneuert, aber links, wie die angefahren gekommen sind an die Boxen. Ja, also da war nicht mehr viel übrig und dem Rosemeyer ist tatsächlich bei der Anfahrt in die Box auch so ein Reifen geplatzt. Ja, also das war natürlich dann gefährlich, das schlingert dann und so weiter. Jedenfalls, und das war typisch Englisch, die hatten Handicap-Rennen da ausgeschrieben. Das heißt, ich werde klassifiziert, je nachdem wie gut ich bin und wie schnell mein Wagen ist. Und dann kriege ich ein Zeithandicap und das sieht dann so aus, dass Rosemeyer mal eben eine Stunde warten musste, bis er überhaupt starten darf. Also, egal. So, Sprung wieder zurück nach Deutschland, also Bastel, ja, seinen ersten Einsatz da gehabt, super Presse, Rummel etc. bla bla. Ein Jahr nach der Olympiade willst du das Regime nochmal wissen und möchte das schnellste Rennen der Welt austragen. Dazu wird in Berlin an der AWUS, das waren eigentlich zwei Autobahnabschnitte, Katzengerade, und die bekommen jetzt an einer Stelle eine Steilkurve, dass sie quasi mit Highspeed da reinfahren können, über diese Kurve fast ungebremst wieder auf die andere Gerade zurückkommen. Auf der anderen Seite gibt es nochmal die Kurve, aber da gab es kein Geld mehr für. Es blieb dann bei dieser einen Steilwand. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber genau an der Stelle, das haben später dann Rennfahrer berichtet, bei dem Bau wurde gepfuscht. Und ziemlich genau da an der Stelle, bei der Anfahrt hier. Und zwar, der Radius ging nicht mehr auf. Und da muss man dann einen kleinen Knick reinmachen, dass die Kurve noch um die Ecke kommt. Jedenfalls, da muss man eine Hölle aufpassen. Gerade für Motorradfahrer war das super gefährlich, da dieser Knick. Also man muss es wissen und dann ist es nicht mehr so schlimm. Gut, Steilwand ist klar, wenn ich da mit hoher Geschwindigkeit reinfahre, werde ich da dran gepresst. Und was man hier auch vielleicht gut sieht, das war ja kein Asphalt oder irgendwas belegt, das war einfach Klinkerstein. Also sie sind einfach an so einer Mauer lang gefahren, wenn sie wollen. Ja? Also hilft auch nicht wirklich den Reifen. Okay, Rennen selber, also ich finde einfach, die Wagen sehen halt wunderschön aus, ein Stromlinienwagen, waren aber gar nicht mal so der Hit, also die normalen Rennwagen waren besser, weil das Ding war schwer, hat die Reifen sehr belastet, bla bla bla. Anyway, und für Rosemeyer war es sowieso egal, nämlich kurz vorm Rennen kommt raus, die Zylinderkopfdichtung ist undicht, tropft und was machst du jetzt?
trotzdem gestartet. Er ist trotzdem gestartet und das sieht man jetzt hier am Overall. Er hat die ganze Zeit nasses, so heißes Öl hier abbekommen. Im Buch steht so schön, man musste einer schimpfenden Ölsardine aus dem Wagen helfen. Und das kann man sich so richtig vorstellen, wenn man das Bild sieht. Okay, und dann gibt es jetzt noch ein, trennt sich das Team auf. Rosemeyer und Caracciola etc. Die zwei Teams gehen nach New York, um da einen Gastauftritt im Wanderbild gehabt zu haben. Und ich fand einfach dieses Comic da herrlich. Also man hat das zur Kenntnis genommen, Amerika, aber es ist ein bisschen immer so, ja, die Skepsis gegenüber dem Nazi-Regime ist natürlich immer mitgeschwungen. Ja, so, und was sie halt abgezogen haben, war halt den Rennteams in Amerika völlig neu. Rennteams, Leute, die speziell für irgendwas verantwortlich sind, Warm-up-Pilots, also Leute, die diese Kiste warm fahren, andere, die die Reifen testen und das alle noch mit Uniform oder mit gleichen Anzügen und strange. Genau, aber das war im Prinzip der Standard, der ja heute auch stattfindet. Was uns mehr interessiert als dieses Rennen, ist jetzt der Grand Prix in Belgien. Hier ist jetzt Bastl tatsächlich zum ersten Mal Teamchef für ein Rennen. Ja? Und macht er taktisch, strategisch sehr, sehr gut. Details im Buch. Nee, auf jeden Fall, er gewinnt, sogar ein Doppelsieg kommt dabei raus und das ist natürlich eine tolle Sache. Ne? Und hier sieht man jetzt ganz rechts noch den belgischen König, dem gerade den Preis überreicht hat. Also das ist natürlich absolutes Highlight, denke ich mal, in seinem Leben. Aber damit waren sie schon auch im Zenit, kann man sagen. Ein paar Rennen später ist der große Preis von Deutschland und ein Rennfahrer von Auto Union, auch ein guter Bekannter von Wilhelm, hat verunglückt da eben tödlich. Und hier sieht man gerade, wie sie den Wagen einsammeln. Also in der Szene wissen sie noch nicht, dass er tödlich verunglückt ist. Er liegt da noch im Krankenhaus. Aber man sieht an den Gesichtern, was das für eine Katastrophe war. Da. Und der Wagen sah auch nicht wirklich besonders schön aus. Ja, Saison ist rum. Einzig, was noch zu tun ist, was sie vorhaben, ist nochmal neue Rekorde aufzustellen. Wir sind jetzt wieder auf der Autobahn Frankfurt Richtung Darmstadt. Also jetzt diesmal nicht bis nach Heidelberg, sondern Darmstadt reicht. Es geht ja um kleinere Distanzen. Und hier soll auch wieder dieser Stromlinienwagen zum Einsatz kommen. Und das ist auch ein Bild, das ist vorher nicht veröffentlicht wurde. Das ist jetzt quasi Ludwig in der Kanzel. Und ich finde, das sieht einfach toll aus. Man kann sich das vorstellen. Das wurde so komplett das ganze Ding über einen zusammengeklappt. Und du saßt dann da drin wie in so einer Konservendose. Und dann geht es nur noch geradeaus weiter. Also das war eine spannende Geschichte. Okay, jedenfalls diese Rekordwoche. Man hat sich mit Mercedes geeinigt. Man macht nur noch an einem Zeitpunkt Rekorde, weil das, sonst kommst du mit der Konstruktion von den Rennwagen, verlierst du zu viel Zeit etc. Bla, so, also keine Überraschung mehr, wir machen das an einem Termin. Beide versuchen, so schnell zu sein, wie geht und dann ist gut. Und genauso läuft es dann hier, Ende 37 kommen beide Teams, man sieht es nicht, aber da ist auch ein Mercedes-Zelt, Auto Union Zelt, die stehen alle nebeneinander und man sieht hier halt schön den Wilhelm und seinen Bastl, wie er eben da mehreren Szenen mit Porsche, mit Rosemeyer. Also er ist halt da wirklich gefragt an der Stelle, muss auch ständig die Motoren tunen und so weiter und so fort. Gut, was man halt sagen muss, ist, bei diesem Rekordversuch wird eins deutlich, nämlich Mercedes-Benz, der Rekordwagen war eine Gurke, der ist abgehoben, den haben sie nicht mehr reparieren können rechtzeitig. Die haben dann nochmal versucht, aber die Zeiten von Rosemeyer sind nicht dran gekommen. Der schafft es zum ersten Mal über 400 Stundenkilometer auf der Autobahn zu brettern. 407 ist er da hingelegt. Einzige Ding ist, was man heute vermutet, was man nicht so genau weiß, die Luft wurde quasi aus dem Cockpit rausgesaugt. Also dann ging langsam die Luft aus. Und wenn die so 10 Meilen Rekorde gehabt haben, dann kam der ziemlich benommen wieder an. Also war alles kein Spaß. Und das ist auch vorher schon passiert. Da gibt es viele Schneisen. Und dann, wenn da mal Wind plötzlich von der Seite kommt, wirst du bei der Geschwindigkeit einfach rausgetragen. Ne? Und schon bei diesen Versuchen hat er einfach nur Glück gehabt, dass er dann den Wagen wieder fangen konnte und es dann weiterging. Es ist sowieso verrückt. Die mussten durch, ja, ich meine, die Autobahnbrücken gibt es ja heute noch, die, durch diese Alpenautobahn mussten die durch, an dem Wald vorbei, also irre, das ist einfach unbeschreiblich, die Geschichte. Jedenfalls funktioniert,
Trubel, alles gut. Ja, und dann kommt aber raus, Mercedes-Benz zeigt sich als schlechter Verlierer. Die sagen, hey, wir wollen zur Automobilausstellung im Februar nochmal einen Rekordversuch. Also halten Sie sich nicht an die Vereinbarung. Und ja, und alle wissen, wenn die jetzt nochmal nachlegen, die haben jetzt schon mal, sind optimiert, also wir müssen da unseren Wagen, wenn wir da mithalten wollen, da auch total umbauen, optimieren etc. Problem ist nur, es ist halt keine Zeit. Also und beim Vorstand der Autounion wird beschlossen, die Rekordfahrten haben Vorrang. Also alle sind jetzt aufgerufen, in schnellster Zeit einen neuen Wagen zu bauen und das machen sie auch. Und das Ding, was dann entsteht in wenigen Monaten, ich meine, es wurde dann verschoben bis Januar, 2, 3 Monate Zeit gehabt. Da wurde dann wirklich in die Trickkiste gelangt, weil die Mercedes-Benz, die hatten alle 100 PS wahrscheinlich stärkere Motoren. Also über die Motorleistung geht es nicht, also hat man die Karosserie ins Extreme gezogen. Lange, stromlinienförmige, man sieht es hier. Und zum ersten Mal kommt auch dieser Unterboden-Venturi-Effekt, wird alles da eingebaut. Es gab keine Erfahrung, nichts. Man wusste so ein bisschen was vom Flugzeugbau, wie es gehen kann. Es gab auch Windkanäle. Man hat rausgekriegt, theoretisch kann man mit dem Ding 450 fahren. Was aber auch alle wussten, man sieht man hier auch sehr schön, ich habe eine sehr große Seitenfläche. Also Windempfindlichkeit Maximum an der Stelle. Aber es hat man einfach riskiert. Ja. So, blöderweise dann im Anfang 38 zieht halt genau Wind auf. Also um genau zu sein, morgens war da noch kein Wind. Da macht Mercedes-Benz die Rekordversuche, wie geplant. Kriegen auch 400, ich glaube 38 Stundenkilometer hin. Nur dann wird es immer windiger. Man sieht hier schön, das ist eine Originalaufnahme. Ja, eigentlich hätte man da nicht mehr starten dürfen. Punkt aus. Einfach so. Ja, aber da war so viel Vorbereitung, Organisation wahrscheinlich im Spiel, dass keiner es mehr abbrechen wollte. Aber eigentlich, also wenn man genau bedenkt, hätte hier Feuereisen, also Teammanager sagen sollen, Teamchef sagen sollen, wir brechen das Ding ab, macht er nicht. Ja, genau. Wilhelm ist natürlich wieder, ja, tunt auch die Motoren, die fahren immer voraus, um ihn dann auf der Gegenseite zu empfangen. Für einen Geschwindigkeitsrekord muss man hin und zurückfahren, damit es gemessen wird, bla bla bla. Jedenfalls, die kommen zurück vom Test. Rosemeier hat eigentlich nur den Wagen warm fahren sollen beim ersten Versuch, kommt aber auch schon auf 430 Stundenkilometer, hat es nicht lassen können. Jedenfalls kommen die wieder zurück und Wilhelm hat halt festgestellt, hey, bei dem Wind geht nicht, das machen wir nicht. Und es ist echt überliefert, da gab es einen Streit in dem Montagezelt, wo Wilhelm einfach sagt, scheiß auf den Versuch, stopp das jetzt, muss jetzt hier nicht das heute machen, können wir nächstes Mal machen. Die Saison ist viel wichtiger als jetzt dieses blöde Rekordrennen hier. Aber klar, Rosemeier ist in seinem Tunnel. Nein, ich bin doch kein Lausbub, ich weiß doch, was ich machen soll, bla bla bla. Jedenfalls, hier hätte tatsächlich der Teamchef eingreifen müssen. Wie gesagt, hat er nicht gemacht und ja, und es passiert, was passieren muss. Wie, genau an der Schneise, wo es schon mal ein Problem gegeben hat, kam natürlich jetzt wieder, was heißt natürlich, kam ein Windstoß, trägt ihn diesmal wirklich aus der Bahn bei schätzungsweise 430 Stundenkilometer. Wagen überschlägt sich, fliegt in den Wald, überschlägt sich weiter, klatscht dann auf den Brückendamm auf. Also eine fürchtliche Szene, überall Schrottteile. Wilhelm ist ja in der Stelle, in der Zeit ist er ja schon vorausgefahren gewesen zum anderen Checkpoint. Und da winken ihm schon die Mechaniker und hier Wagen gestürzt, fahr zurück. Und die fahren und sind die Ersten, die jetzt quasi ihn da finden. Also die kommen die Ersten, die an diese Unfallstelle kommen. Waldarbeiter sagen, hier ist Pilot ist rausgeflogen. Wilhelm geht in den Wald und findet dann halt Rosemeier. Ja, wie beschreibt es, wie schlafend an einem Baum gelehnt. Ja. Ja, dann das gibt natürlich dann riesen Aufstand. Die werden von der SS verhört wegen Sabotage, bla bla bla. Hier, mein Neubauer schreibt wieder, der Wagen explodiert und egal. Also es ist leider viel profaner, die Geschichte. Und gibt es heute noch an der Stelle, wo dieser Unfall war, gibt es heute den Parkplatz Bonn-Bruchhausen.
West. Wenn Sie da von Frankfurt kommen, nach dem Kreuz Langenmühlfelden, erste Parkplatz Richtung Darmstadt. Und da gibt es auch noch eine Stele, die kann man auch noch besichtigen. Und letztes Jahr war Jubiläumsjahr und da kam der AVD und auch die Tradition und haben nochmal einen Kranz da niedergelegt. Also eine feine Geschichte. Die Sache ist die, Mut darf ich nicht verschweigen, es gibt eine große Diskussion wegen Rosemeyer, weil er war in der SS, er wurde auch Obersturmführer. Die Sache ist nur die, er musste ja sowieso irgendeiner Nazi-Organisation beitreten und er war nie wirklich in der SS aktiv in irgendeiner Weise. Und immer wenn er ein Rennen gewonnen hat, mehr oder weniger wurde er befördert, also konnte er gar nichts machen an der Stelle. Nur deswegen ist man da ultra vorsichtig. Es gibt auch ein Museum, das da richtig Probleme hat, wird einfach unterstellt, er wäre Nazi gewesen. Ich kann nur sagen, von meinen Recherchen hier, ich konnte keine ideologischen entsprechende Ideologie bei ihm festmachen. Null, nichts. Es gibt Bücher, es gibt ganze Bücher drüber, aber nackte Information ist da nicht drin. Also komische Geschichte. Gut, lasse ich jetzt mal dabei. Es muss jetzt irgendwie weitergehen. Entwicklung ist ein Rückzug, also man muss jetzt wirklich nachholen, man ist einfach nicht so weit. Anfang der Saison, ein paar Rennen muss man laufen lassen, funktioniert nicht. Erst so langsam, großen Preis von Deutschland ist man wieder dabei. Und das wusste ich auch nicht, das habe ich dann von der Familie erfahren. Hier sitzt jetzt unser Bastel, unser Wilhelm, dem neu konstruierten D-Typ, wie er heißt. Und das ist quasi die Vorlage für diese Briefmarke da. Das wusste ich auch nicht. Die Bilder hat man gekannt und dachte, warum postet der da mitten auf dem Nürburgring rum? Ja, lässt sich noch fotografieren. Hat genau diesen Grund, ist eine Briefmarke draus geworden. Und die große Hoffnung ist jetzt Nuvolari. Nuvolari ist, ist auch eine große Größe in den 30er Jahren, Rennfahrergröße. Den kann man gewinnen. Und hier ist er dann ein schönes Bild wieder mit unserem Bastel und dem Ludwig zusammen. Ludwig geht jetzt auch sein Monteur, also mit den ganzen Größen beieinander. Okay, und letztendlich, in Monza kommt jetzt der Durchbruch. Sie gewinnen zum ersten Mal wieder, werden wieder siegfähig langsam. Und das wollte ich noch erzählen, nächste Rennen, das Abschlussrennen in England. Das läuft ein bisschen chaotisch, weil die Rennteams sind alle schon in England und dann werden alle sofort zurückbeordert, sofort zurück nach Deutschland. Hintergrund war, es gab die Sudetenkrise gleichzeitig und man war da in Verhandlungen. Und dann wusste man nicht, ob jetzt die Autos beschlagnahmt werden. Und es geht zweimal hin und her. Zum Schluss sind sie wieder in Deutschland. Und dann letztendlich gibt es dann diese Einigung, dass Teile des Sudetenland eben an Deutschland geht. Und ich habe geschrieben, die Panzer rollen in die Tschechei ein und sie rollen dann wieder zurück nach England. Ist traurig, aber ist ein bisschen die Wahrheit. Also alles nicht mehr lustig. Die Wolken ziehen wirklich auf langsam bis jetzt 39. Und die Überraschung ist, nicht nur Volari hat technische Probleme nach wie vor. Es gibt ja damals schon ein Punktesystem, so wie es heute auch gibt. Und es gab halt sehr, sehr wenig Rennen, die noch nach Punkten gewertet wurden, eben weil der Krieg aufzieht langsam, in Spanien ist schon Bürgerkrieg etc., Italien hat sich verabschiedet und. Jedenfalls, es gibt nur noch wenige Rennen und Sie haben jetzt einen Newcomer an Bord, hier unseren Hermann Paul Müller, auch eigentlich ein sehr guter Motorradfahrer. Und der schafft es jetzt einfach ganz elegant, ein Rennen zu gewinnen, zweiten Preis, vierten Preis und in Punkten hier reicht das und er ist im Prinzip Europameister 39. An allen vorbei. Das ist natürlich eine Riesensensation, das ist unglaublich, aber es wird ihm nicht vergönnt. Ja. Der Krieg bricht dann ein bisschen später aus, diese Rennkommission kommt nicht mehr zusammen, um einen Europameister zu küren. Und also richtig formuliert ist, es gibt 39 Europameister. Die nächste Aussage wäre, und wenn es einen gäbe nach Punkten, wäre es Hermann Müller. Und jetzt gucke ich, und das fand ich ein bisschen kritisch, auf der Mercedes-Benz-Homepage, sorry für das Bashing, aber das ist einfach gelogen. Das stimmt einfach nicht, dass jetzt Hermann Lang der Europameister wäre. Muss ich nicht mehr erwähnen. Und kommt eben daher, weil die Nazi-Deutschland hat einfach eben mal lang in irgendeiner Zeitung zum Europameister ausgerufen, was überhaupt keinen Wert,
keinen Bezug hat. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Egal. Jedenfalls, hier ist noch ein sehr, finde ich, sehr wichtiges Bild. Hier sieht man nämlich die gesamten Teams zum letzten Silberpfeilrennen in Belgrad. Kurz zuvor wurde klar, dass der Krieg ausbricht, gebrochen ist, dass in Polen einmarschiert sind. Entsprechend hier ist die Stimmung. Caracciola ist zu der Zeit schon längst nach die Schweiz abgesetzt gehabt. Brauchitsch, der hier so an Nuvolari gelehnt ist links, der wollte sich auch absetzen, wurde aber dann von Neubauer aus dem Flieger gezerrt, dass er zu dem Rennen wieder zurückkommt. Und der fährt sich jetzt in die Wut von der Seele und macht hier einen Blödsinn nach dem anderen, fährt gegen die Strecke und schießt beinahe Nuvolari dabei ab und. Jedenfalls, was ein bisschen kennzeichnend ist, dieses Rennen geht im Streit aus. Also gewinnen tut dann letztendlich Nuvolari, aber Neubauer will es nicht wahrhaben und will jetzt die ganze Auto-Union disqualifizieren lassen, weil sie sich anschieben haben lassen in der Box. In diesem Rennen ging es um gar nichts mehr. Der Krieg war ausgebrochen, es gab keine Grand Prix mehr, es war alles vorbei. Nein, man streitet sich noch bis zum Schluss. Die Rennkommission sagt, sehen wir nicht als notwendig an. Neubauer tobt weiter rum und wird eigentlich erst zur Ruhe gebracht, als Wilhelm und Eberhan ihn daran erinnern, dass er vielleicht seine Teammitglieder auch alle Vergehen gemacht hat, die man vielleicht nicht so machen sollte, also auch disqualifiziert werden sollten eigentlich nach der Regel. Und dann hätten wir gar keinen Gewinner mehr gehabt, es waren nur 5 Teilnehmer da. Aber so verbissen ging das bis zum Schluss, muss man sagen. Und ich habe ein bisschen den Vorwurf bekommen im Buch, und dann ist plötzlich die Neuzeit. Und stimmt leider ein bisschen, was dann jetzt natürlich ab 39 passiert, ist natürlich eine Katastrophe. Ja, in Zwickau, das wird dann auch Rüstungsbetrieb, da gibt es auch Zwangsarbeit. Und ich habe extra mal in der Familie nachgefragt, das Thema hat niemand angeschnitten. Und was tatsächlich passiert ist, hat Audi gerade neulich recherchieren lassen. Also auch, natürlich auch in Zwickau gab es natürlich auch ein KZ-Außenlager mit bis zu 1000 Leuten. Ich glaube, 350 Leute wurden zu Tode geschunden, 300 weitere bei einem Todesmarsch dann ums Leben gekommen, also alles nicht schön. Und ich meine, der Firma, das hast du mitgekriegt. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand vorbeigegangen ist. Und ja, das ist natürlich eine ganz üble Geschichte da. Gut, jedenfalls wird auch bombardiert. Also Klassiker, was eigentlich im Prinzip jeder Automobilfirma, jeder Firma geschehen ist, die da in der Rüstungsindustrie beteiligt war. Wilhelm flieht nach Hohensachsen zu seiner Schwiegermutter wieder, also wieder hier in heimische Gefilde, als die Russen heranrücken. Und eins wollte ich noch einflicken, einfach, dass ich den jetzt einmal einen Kontrapunkt setze zu meinem Buch vielleicht ein bisschen auch. Also als stellvertretend für alle Gräueltaten, die da geschehen sind, wollte ich es einfach hier für heute noch mal kurz mitbringen. Es gab das Unternehmen Sebastian. Das ist nicht nur eine Namensgleichheit, das macht natürlich ein bisschen betroffen, hat natürlich nichts mit unserem Sebastian hier zu tun. Das war eine französische Widerstandsgruppe, bei denen interessanterweise viele Mitglieder von Bugatti dabei waren. Man muss sich vorstellen, da gibt es einen Robert Benoit, der fast 50 ist und der Name ist unaussprechlich, man hat ihn immer Williams genannt. Die sind fast 50 und springen, setzen sich aus dem sicheren England in den Flieger und springen mit dem Fallschirm, bezeichnenderweise in der Nähe von Le Mans ab, ja, und gründen da eine Widerstandsgruppe, um eben Sabotageakte zu begehen und werden verraten und werden beide in KZs umgebracht. Also ich fand das einfach, muss man einfach mal einflicken, das war alles schlimme Zeit. Gut, wir sind jetzt 47, Wilhelm hat, wie gesagt, jetzt in Hohensachsen wieder Fuß gefasst. Interessant, er gibt einen Brief, wo er sich bei Nuvolari bewirbt. Da wird aber nicht angenommen, klar. Er erfindet sich neu und gründet jetzt das Auto Sebastian in Weinheim. Also das ist ein Begriff in Weinheim. Jeder ein bisschen Ältere kennt den Laden. Die waren auch in der Mannheimer Straße. Man kam da quasi an dem Auto Sebastian nicht vorbei. Und ist mittendrin im Wirtschaftswunder, ist VW-Vertragshändler und Werkstatt, hinterher auch Porsche. Und es gibt eine Szene, die sehr bezeichnend ist, nämlich
in den, ich glaube, 50er Jahren kommt ein ganz besonderer Kunde zu Besuch. Das ist nämlich der Rosenberger. Sein alter Kumpel, der fliehen musste, kommt aus Amerika zurück, besucht ihn mit seiner Frau. Das war auch eine Porsche-Mitarbeiterin, geflohen ist. Die haben sich dort in Amerika zufällig getroffen und waren dann eben zu Besuch in Deutschland und haben bei ihm dann auch ein VW bestellt. Das ist alles dokumentiert. Das muss natürlich ein ganz besonderes Treffen gewesen sein. Ja. Okay. Was auch nicht unerwähnt bleiben soll, also Bastl geht dann, wird dann Mitglied im Allgemeinen Schnauferclub. Und da muss ich nochmal ganz kurz, auch für alle Leute, die sich da ein bisschen auskennen vielleicht, es gab 58 ein ganz besonderes Rennen, also Rallye, eine ganz besondere Rallye, Entschuldigung, die Oldtimer Rallye. Und zwar waren da die gesamten Silberball-Rennfahrer wieder beieinander. Ne? Also Caracciola, ein Lang, ein Stuck. Ja? Und unser Wilhelm Neubauer war dabei. Also das war sicher eine ganz besondere Geschichte. Die Viktoria, die Sie da rechts sehen, die steht heute übrigens in Ladenburg. Das ist auch noch heute noch im Clubbesitz. Und unten, das ist unten links, ist auch noch eine Besonderheit, nämlich das ist ein Oldtimer, der Dion, den der Wilhelm quasi im Club vermacht hat. Die Geschichte ist nämlich die, man sieht es hier an dem Logo, dieser Club wurde bei einem Spargelessen in Schwetzingen gegründet. Und 1900, also einer wirklich der ersten Clubs überhaupt, und dieser Spargel wurde dann im Logo verwendet. Jetzt kann man sich vorstellen, aufregender Spargel, das war vielleicht nicht so geschickt. Und man hat es dann versucht zu korrigieren, indem man hier einen Einzylindermotor ersetzt hat, was auch nicht so ganz unzweideutig ist, aber lassen wir das Thema. Jedenfalls gibt es die beide Wagen noch. Und ja, und gerade wenn du meinst, die Geschichte ist vorbei und es passiert nichts mehr, kommt dann sowas raus. Zufällig haben wir das entdeckt noch gerade rechtzeitig, sonst wäre die Geschichte nicht ans Tageslicht gekommen, nämlich Wilhelm bastelt, kann man sagen, ja, Rennwagen in Weinheim. Geschichte ist die, Porsche, die Firma Porsche möchte die sogenannte Formel V populär machen als Einstiegsformel. Und zwar ist das nichts anderes als VW Käfer. VW Käfer, Motor, nur das Fahrgestell und die Karosserie quasi, die dürfen verändert werden und der Rest ist VW Käfer. Klar, dass das natürlich ein kostengünstiger Einstieg ist und die Geschichte muss ich noch kurz erzählen, um das zu präsentieren erstmals. Das passiert hier auch in beim Eberbacher Bergrennen. Da tauchen die zum ersten Mal mit diesen 10 Formel V-Wagen auf und kleiner Schönheitsfehler ist, ein Mitarbeiter von Porsche taucht auch auf mit einer Eigenkonstruktion. War vielleicht nicht ganz der taktisch geschickte Moment. Er wird natürlich vom Rennen ausgeschlossen und 3 Tage später kriegt er die Kündigung. Und eben jener Mitarbeiter, der Fuchs, Wilhelm, ach ja, das ist auch so ein Zufallsfund. Ich habe hier oben links dieses Bild. Eigentlich sollte man hier den von Hahnstein, den Rennleiter von Porsche bewundern. Aber ganz links, da steht unser Wilhelm. Ist da irgendwie ins Bild reingerutscht. Also der kriegt dieses Dilemma mit, engagiert den Fuchs und baut tatsächlich ein paar Formel-V-Wagen in Weinheim. Und einer hat es tatsächlich bis heute überlebt, einer von diesen Wagen. Und da bei der Geschichte kam raus, dass unter anderem da auch der Reinhold Joest mit diesen gefahren ist. Reinhold Joest ist die Sportwagenlegende überhaupt, Rennfahrer, Rennstallbesitzer. Der hat 16 Mal, also sein Team hat 16 Mal Le Mans gewonnen. Ja, ob der jetzt Porsche, ob der Audi, ob da sonst was drauf gestanden ist. Irre, wahnsinnige Geschichte. Und eben jener Reinhold Joest hat seine Ausbildung gemacht bei unserem Wilhelm. Ja, und ist auch mit diesen Formel V gefahren unter anderem. Irre, also wie das alles zusammengehört. Und dann gibt es noch ein paar mehr Verwicklungen, das muss ich noch ganz, fliege ich mal schnell drüber, nämlich Bernd Sebastian, also der Opa mit dem Bilderschatz, der ist auch nicht ganz unbedarft. Der hat nämlich allen möglichen Leuten geholfen, Formel-V-Wagen zu bauen und da sind Leute dabei wie der Eberhard Winkler, Erich Hitschfeld, das kam bei der Geschichte auch raus, also Speckweg, Waldhof, hat eine fette Renngeschichte, ja, da wurden eigene Rennwagen gebaut und was wirklich bemerkenswert ist, so aus die Anfänge von Günter Schmidt hat auch der Bernd Sebastian begleitet, dem hat auch einen Formel-V-Wagen gebaut, den hat ja damals alle gehabt, so Niki Lauda, alle haben ja damals mit diesen Wagen angefangen und der Günter Schmidt, wollte ich nur noch ganz kurz einwerfen, der ist bekannt eben durch seine Formel-1-Wagen aus Bad Dürkheim.
ist auch ein bisschen untergegangen, weiß man auch nicht so unbedingt mehr. Und er ist auch verantwortlich für den blauen Ferrari aus Fuß-Gönnheim, auch ein Formel-1-Wagen, der 2 Saisons bestritten hat. Ich kürze es ab. So, ja gut, das ist jetzt nochmal Bastl im Alter, wird also nochmal, wird als Rennkommissar etc. Eingeladen. Ganz verrückt, im hohen Alter fängt er noch an zu fliegen, ja, bastelt sich eine Cessna mit einem Freund zusammen, zum Schluss haben sogar 2, fliegt damit rum. Er spendet nach einer Erdbebenkatastrophe in Griechenland 2 VW-Transporter, bekommt auch einen Orden etc. Ja gut, und dann sein 75-Jährigen, den feiert er dann in Weinheim im Engelbrechthaus. Ja gut, das Bild, da muss ich ganz kurz sagen, da hatte ich jetzt kurz vor der Präsentation einen kleinen Einwand. Also meiner Quelle nach ist das hier Stuck, ja, den er da, der war auch anwesend, mit dem er da spricht. Das könnte, ist der Franz Islinger, sagen Sie auch? Okay, ich würde mal sagen, dann ist entschieden, dann ist es Franz Islinger. Vergessen Sie das in diesem Buch lesen, einmal Ihr Marker. Ja, aber so lebt so eine Geschichte, ganz herrlich, wunderbar. Wir haben Bilder von beiden im Alter, und es könnten beide sein. Also wird auch Thema in der Familie, egal. Jedenfalls, okay, Islinger, ich sage ab jetzt, streiche ich. Und danke für den Tipp. okay, gut, aus dem Autohaus Sebastian, das, ich habe mal das Bild von heute, erinnert nichts mehr, auch von Wilhelm Sebastian, war alles vergessen, ja, bis auf heute Abend, also... Damit möchte ich auch beschließen und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein interessanter Abend und wenn Fragen ist, können wir das gerne sicher noch im Nachgang machen. Also gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Konrad, für den Vortrag. Wer noch mehr wissen möchte, kann das in diesem Buch alles nachlesen. Ich halte es auch einmal in die Kamera. Erschienen im Verlag Waldkirch, kann im Buchhandel oder auch direkt draußen erworben werden am Stand. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen, dass Fragen am besten draußen einfach geklärt werden in lockerer Runde. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz obligatorische Veranstaltungshinweise geben. Und zwar findet morgen schon die nächste öffentliche Veranstaltung im Archivum statt, nämlich eine Preisverleihung mit einem kleinen Festakt und einer Ausstellungseröffnung. Da wird nämlich die Hugo-Hering-Auszeichnung vorgestellt. Das ist eine Auszeichnung für mustergültige Architektur und da haben auch Mannheimer Gebäude gewonnen, die dann hier vorgestellt werden. Und dazu gehört auch das Archivum natürlich. Und ansonsten gibt es dann nächste Woche Mittwoch einen Vortrag von, gibt es noch einen Vortrag zur Eingemeindung von Neckarau. Und das hat nämlich auch 125. Jahrestag und das wird der Institutsleiter hier, der Herr Dr. Stockert, machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, interessante Gespräche draußen und bis zum nächsten Mal.